was ich vielleicht so auch mitgeben kann an viele, ist so, also als ich angefangen habe zu trainieren und auch die ganzen ersten Jahre, eigentlich bis hin zu meinem ersten Wettkampf, so, auch wenn ich an mich geglaubt habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe eher gedacht, ich habe nicht so eine gute Genetik für den Sport. Und jetzt auf einmal merke ich, hey, vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Also viele sagen zwar, man merkt es relativ schnell, ob die Genetik passt, aber deshalb, wie gesagt, so als Message für alle, wenn es so euer Traum ist, dann bleibt da dran, weil vielleicht stellt sich das auch irgendwie erst später raus. Wie gesagt, ich habe die ganzen ersten Jahre, habe ich nie so ultra schnell aufgebaut oder so, oder war so, dass ich kurz trainiert habe und direkt explodiert bin oder irgendwas so war, aber das hat sich dann irgendwie so entwickelt mit der Zeit. Ich weiß auch nicht. Ja, Leute, es wurde auf jeden Fall sowas von Zeit für eine Pro-Show in Deutschland in der Klassikphysik. Das merke ich daran, dass es einfach noch so viele Pro-Jungs da draußen gibt, die noch nicht bei mir zu Gast waren im Podcast und aber einfach so unfassbar viel Potenzial haben. Und heute ist der Part 2 des German Pros Show Specials mit Luca Regner, IFBB Classic Physik Pro. Luca, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Dankeschön, freut mich auch sehr. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir geschrieben hast. Das ist so cool, Luca, du bist einfach schon länger bei mir auch auf der Agenda. Das Ding ist einfach, es gibt jetzt, also ich will das gar nicht schmälern, ne, aber es werden ja immer mehr Profi-Athletinnen und Athleten geboren, was geil ist. Und ich wirklich ich bin kaum hinterhergekommen. Ne? Und dann habe ich jetzt gedacht, ey, ich muss unbedingt jetzt Step by Step alle einladen. Und Ja. ja, ich muss ja echt sagen, Luca, das ist so crazy, weil am 25. Mai ist es endlich soweit, da steht die German Pro Show an. Und heute sind wir im Endeffekt genau 2 Monate out. Wie geht's dir aktuell, wenn du an die Saisoneröffnung denkst? Woher weißt du überhaupt, dass ich da mitmache? Ich habe es noch gar nicht angekündigt. Aber also ich hätte schon gesagt, das passt, aber ich habe es noch nicht gesagt. Das Coole ist, Luca, dann habe ich, das ist ja witzig, weil dann ist es einfach nur bei mir so von meiner Recherche. Ich habe gesehen, da machen 8 deutsche Profis mit und ich habe alle. Ich gucke ja schon, was abgeht, ne? Und habe dann gedacht, okay, du musst da eigentlich mit dabei sein, sonst kommst Okay, du zusammen. ja. Nee, genau. Also, genau, ich mache auch mit. Das wird auch mein Saisonstart werden dieses Jahr am 25. Mai und ich freue mich auch sehr. Eigentlich muss ich sagen, wollten wir erst so ein bisschen später die Saison beginnen. Geplant war eigentlich so Ende Juni, Anfang Juli eher. Aber als dann eben die Liste mit den Shows rauskam, haben halt mein Trainer und ich beide gesagt, hey, wenn es schon mal eine Show in Deutschland gibt, das ist halt so cool. Sogar bei mir, das ist 2 Stunden weg von mir, das muss man halt mitmachen. Und es sind dann halt auch so die deutschen Leute natürlich alle da. Das ist halt, glaube ich, auch vom Publikum her was ganz anderes. Ich verstehe mich auch mit voll vielen Profis gut und halt mal mit denen zusammen auf der Bühne stehen, hey, wie cool ist das bitte? Haben gesagt, ja, dann machen wir halt 4 Wochen kürzer Aufbau, ist auch kein Thema. Und nehmen halt die Show auch noch mit. Ultra cool. Und das Geile ist einfach, Luca, für alle, die es nicht wissen, aber du bist einfach gerade mal 22 Jahre jung. Das ist so crazy. Du hast dir im vergangenen Jahr die Pro-Card gesichert. Da vielleicht lass uns da mal auch einsteigen und die Leute abholen. Also, wie kommt es, dass du in dem jungen Alter, ja, mit 22, also ich muss es einfach nochmal groß sagen, schon so erfolgreich im Bodybuilding unterwegs bist? Ja, gut, ich denke, es sind halt mehrere Faktoren. Also im Endeffekt, ich habe halt auch trotzdem schon relativ früh angefangen. Zwar nicht jetzt unbedingt mit Wettkämpfen, also es war jetzt sozusagen meine dritte Wettkampfsaison. Ich habe halt 21, 22 und 23 dann gemacht. Aber trainieren tue ich trotzdem schon, weiß ich, wahrscheinlich 8 Jahre oder so. Also habe da dann schon relativ früh angefangen. Natürlich jetzt auch noch nicht mit dem Ziel so auf Bodybuilding. Aber ich meine, trotzdem ist es halt eine Zeit, wenn man erst mit 18 anfängt zu trainieren, dann wäre es halt nur die Hälfte an Zeit bis 22. Und ich denke, das ist halt schon ein Faktor, der auf jeden Fall reinspielt. Und ansonsten sind es, denke ich, halt so die ganz normalen Sachen. So, wahrscheinlich wird die Genetik halt einigermaßen dafür irgendwie reinpassen. Ich finde halt auch in der Classic-Physik ist es halt einfacher, also ich will es auch nicht schmälern, aber es ist einfacher, in weniger Zeit gut zu werden, weil halt, wenn ich jetzt in Open gehen wollen würde, bräuchte ich einfach die Zeit, bis ich halt die ganze Masse habe. Und in der Classic-Physik, wenn da halt die Linie passt, dann geht es halt relativ schnell. Also natürlich braucht es seine Zeit, aber dann kann man das halt deutlich schneller schaffen, denke ich. Und ich finde es auch eigentlich gut und wichtig, dass ich das in dem Sinne so jung geschafft habe. Ich weiß nicht, ob das nur meine Meinung ist, aber ich habe das Gefühl auch, dass in der Classic-Physik eher jüngere Leute gesucht werden. Also Ramon,
Chris Bumstead, Urs, die sind ja alle unter 30. In der Open ist es so ein bisschen anders. Und ich denke, da hat man auch so seine Prime mit Mitte, Ende 20 und nicht erst wie ein Open Bodybuilding mit Mitte 30. Und wenn man halt dann erst sich mit Ende 20 halt irgendwie in die Pros reinarbeitet, dann wird es halt, also es geht natürlich schon noch, aber wird es halt relativ schwer, vielleicht noch ganz nach vorne zu kommen. Ja, ein gutes Argument auf jeden Fall. Hast du voll recht, was gerade abgeht, ja, auch beim Olympia, definitiv. Jetzt hast du gesagt, du hast im Endeffekt dann schon so ungefähr um die 14 Jahre alt warst du, wo du angefangen hast mit dem Kraftsport. Nimm uns mal an den Punkt mit, dass wir das mal, das ist so crazy, wenn man sich überlegt, ne? So alleine jetzt mit 22 denke ich mir, so was machen andere 22-Jährige, aber jetzt auch mit 13, 14 auf den Gedanken zu kommen, okay, ich gehe jetzt ins Gym so. Klar, machen jetzt immer mehr, was auch cool ist. Erzähl mal so deine Story. Wann hast du mit Kraftsport angefangen und wie war das damals? Also, ich habe damals tatsächlich sogar das erste Jahr nur komplett zu Hause trainiert. Ich glaube, ich durfte mich nicht mal an dem Gym anmelden. Das war erst ab 16 oder so. Also, das Gym bei mir in der Nähe, da durfte man sich erst mit 16, glaube ich, anmelden. Oder vielleicht war es 15, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging das noch gar nicht. Und dann habe ich mir damals so halt, ich weiß eigentlich auch nicht genau, wie es kam. Da war es eher, also wirklich nur mit dem hinten in der Hinsicht auf Bodybuilding, sondern eher so, man will halt, also bei mir war es eher grundsätzlich so, ich war eher immer so voll der dünne Körpertyp. Und ja, man wollte halt trotzdem dann auch so fürs Schwimmbad so einfach halt irgendwie ein bisschen besser ausschauen. Ich habe mir halt so auf Amazon Hanteln gekauft und noch so dann eine Langhantel. Und irgendwann dann noch so ein Kabelzug, halt alles voll die Scheißqualität, das bricht halt auseinander. Wobei mir das echt zugute gekommen ist, dass ich mir das gekauft habe, weil das hat mir in Corona dann geholfen, weil ich so ein paar Sachen noch zu Hause hatte. Aber da habe ich dann halt angefangen zu trainieren und hat mir halt immer mehr Spaß gemacht. Aber das war am Anfang halt wirklich komplett ohne jegliche Ahnung. Also ich kann mich noch voll dran erinnern, ich habe jeden zweiten Tag trainiert, ich habe immer Bizeps-Curls und Bankdrücken gemacht, weil ich keine anderen Übungen kannte. Ich weiß noch ganz genau, ich wusste nicht, dass es noch was anderes gibt. Und dann habe ich mal mit irgendeinem Freund geredet und der meinte, er trainiert immer so eine Stunde. Und ich dachte mir, was macht er denn? Also und dann, ich habe mich dann halt, keine Ahnung, dann irgendwann halt auch angefangen, so ein bisschen zu informieren und so YouTube-Videos zu schauen, bin halt da immer ein bisschen tiefer reingekommen, dann irgendwann auch ins Gym. Und ja, wenn man dann halt da so voll die Erfolge sieht, dann läuft es halt auch. Und ich war halt dann auch immer mit Kumpels trainieren. Und ohne jetzt das blöd zu sagen, aber ich war halt schon immer der so, denke ich mal, am meisten so gemacht, durchgezogen hat. Und das ist natürlich auch irgendwie cool so fürs Ego, wenn man halt so immer der ist, der da noch am stärksten ist. Und es liegt halt einfach daran, weil ich halt, wie gesagt, immer als Erster wahrscheinlich angefangen habe, immer so am häufigsten trainieren war. Aber dann will man da natürlich auch nicht aufhören, wenn man so einer Sache irgendwie merkt, man wird gut. Auch wenn es vielleicht gut in Anführungsstrichen nur ist, nur so im eigenen Freundeskreis. Aber dann macht man da natürlich weiter, wird motiviert und geht dann halt immer weiter voran. Und dann kommt man natürlich auch irgendwann mal, denke ich mal, an den Punkt, das wird bei jedem sein, wo es dann halt auch in die Richtung Bodybuilding oder Wettkämpfe geht, wo da dann vielleicht so die Gedanken hingehen, wenn man dann halt schon 5, 6 Jahre trainiert oder so. Und sowas dann halt auch bei mir. Und ich habe den Kumpel, der hat dann mal Wettkämpfe gemacht. Damals, ich glaube, der war 16 sogar oder 17, der ist da bei DBFV in dieser Jugendklasse gestartet. Und ich bin dann mitgekommen, hab halt zugeschaut, ihn so ein bisschen betreut auch und habe dann da halt auch so ein bisschen Feuer dafür gefangen, habe gesagt, hey, das will ich auch machen. Sehr, sehr geil. Krass. Ja, das wollte ich dich gerade fragen, wie es zum Wettkampf-Bodybuilding gekommen ist, ne? Weil am Anfang war es dann sozusagen die ersten Jahre einfach so, hey, ich will da Ja, besser sein, voll. ich will aufbauen und so, ne? Und dann irgendwann der Transfer sozusagen wirklich zu den Wettkämpfen. Wie hast du das dann damals für dich, also wann war bei dir das Ziel, hey, ich will auch auf die Bühne, klar? Und wie lange hast du dann da noch wirklich bewusst drauf hingearbeitet? Also, ich kann es nicht irgendwie genau sagen, wie alt ich da war oder irgend so ein genauer Moment, aber also ich weiß auf jeden Fall, dass ich, bevor ich das erste Mal auf der Bühne war und bestimmt auch schon so 1, 2 Jahre davor, vielleicht ist es dumm oder naiv, aber habe ich mir immer schon gesagt, ja, ich werde so IFBB Pro oder so. Keine Ahnung, ich hab einfach gesagt, es kann uns nicht so schwierig sein. Und damals halt, wie gesagt, vollkommen naiv. Aber das war immer dann halt so schon mein Ziel, also schon so 1, 2 Jahre eben dann, bevor ich dann das erste Mal auf die Bühne gegangen bin. Da war dann halt so das Ding bei mir, ich glaube, das kennen viele. Ich wollte eigentlich sogar noch viel früher auf die Bühne, aber da ist dann immer so, man nimmt sich vor, ah, in dem Jahr gehe ich auf die Bühne und dann denke ich mir dann, ja, okay, ich bin doch noch zu denen, ich baue doch mal noch lieber ein Jahr auf. Und das ging dann halt über 1, 2 Jahre so und irgendwann habe ich gesagt, hey, so, jetzt muss ich es echt mal machen, ich kann nicht die ganze Zeit sagen, ich gehe auf die Bühne und fühle mich dann doch zu dünn.
Und dann habe ich mir halt auch einen Coach geholt, habe gesagt, hey, dann, wenn ich jetzt einen Coach und alles habe und dafür zahle, dann werde ich es auch durchziehen. Und ja, dann habe ich es auch gemacht, natürlich. Sehr, sehr geil. Ich finde es so krass, weil im Endeffekt so andere Jungs, ja, die gehen vielleicht am Wochenende dann lieber feiern, so Anfang 20. Bei dir ist es irgendwie ein ganz anderer Drive und eben auch schon seit Jahren so. Hast du da für dich irgendwie selber schon herausgefunden, ja, wie es da dazu gekommen ist, auch generell so dich bei deinem, also als Body, Wettkampf-Bodybuilder, so dein Lifestyle so auszurichten, ne? Weil wie gesagt, andere so Anfang 20 oder auch vor 20 haben da irgendwie so ganz andere Intentionen in der Lebensphase. Und bei dir war das dann wirklich schon sehr früh einfach so dieses, ich will Bodybuilding leben und will dann da auch erfolgreich sein. Ja, also ich denke, es hat sehr viele Faktoren. Zum einen halt, dass ich, also es hat ja auch bestimmt mal ein halbes Jahr, wo ich ab und zu mal was getrunken habe. Es war zwar nicht oft, also ich kann bestimmt an ein, zwei Händen abzählen, wie oft ich betrunken war so in meinem Leben, aber ich habe bestimmt mal so ein halbes Jahr, wo ich mal feiern war oder so, aber es war halt nie wirklich so ganz mein Ding. Und ich wollte halt auch in dem Sport vorankommen. Bei mir war es dann immer so, wenn ich da mal was getrunken habe, so am nächsten Tag habe ich mir gedacht, was für eine Scheiße, so ich hätte heute viel besser trainieren können, hätte ich das nicht gemacht. Und was bestimmt auch noch dazu kommt, so viele meiner Kumpels, die trinken eigentlich auch nichts. Das, ich glaube, das ist schon auch immer ein Faktor, wenn das ganze Umfeld so alle trinken. Bei denen ist es zwar aus anderen Gründen, also paar so aus Glaubensgründen halt, die muslimisch sind und es aber auch ein bisschen genauer machen und dann da halt nichts trinken, ist ja eigentlich auch egal, aus was für Gründen. Aber das ist dann natürlich auch so ein Faktor, wenn auch die besten Freunde so eh nicht feiern gehen wollen, eh nicht trinken gehen wollen, wird man da auch gar nicht so mitgezogen. Und dann ist das gar nicht so ein Thema. Ja, voll richtig, richtig gut. Also ich feiere das einfach und wünsche mir, dass viele Jungs in deinem Alter das auch gerade anhören, und du da einen Beitrag für leisten kannst, so bei denen, weil ja, was auf jeden Fall auch noch so, gerade weil du gesagt hast, du hast dann jahrelang eigentlich so dich selber besser gemacht. Also du hast im Endeffekt keinen Coach gehabt, du hast dann dich selber sozusagen weitergebildet, einfach so Try and Error beim Thema Training mit deinen Kumpels, vielleicht auch bei der Ernährung. Aber wie kannst du sagen, dass du da für dich dann auch entschieden hast, okay, irgendwann jetzt kommt wirklich ein Coach ins Spiel. Also ab welchem Punkt war das für dich klar? Du wirst jetzt nur noch besser, wenn du dir auch, oder du wirst schneller besser, wenn du dir auch jemanden an die Seite holst. Also bei mir war es halt so, ich habe mir halt auch immer so Wettkämpfe angeschaut und alles. Und es ist eigentlich bei Amateuren vielleicht noch mehr, aber eigentlich bei jedem Wettkampf ist ja immer der, der gewinnt, ist eigentlich der, der am härtesten ist. Klar zählt Muskulatur und so rein. Und ich dachte mir halt, hey, wenn ich mir einen Coach suche, der gut ist, dann werde ich schon irgendwie hart sein, weil das wird der hinbekommen. Heißt, eigentlich ist es egal, wie ich jetzt ausschaue, wenn ich einen guten Coach habe, so, dann wird er mich hart auf die Bühne stellen, dann werde ich da auch gewinnen. Also ich muss zwar sagen, ich habe da nicht so gut abgeschnitten auf meinem ersten Wettkampf, aber ja, das war halt eigentlich so der Hauptgrund, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich bei dem Wettkampf irgendwas reißen will, dann brauche ich einen Coach. Ja. Aber es lag jetzt nicht am Coach, dass ich nicht gut abgeschnitten habe. Also da war ich halt auch einfach noch nicht so weit. Ich habe zwar die Diäten alles komplett nach Plan durchgezogen, aber das hat halt trotzdem noch so viel gefehlt. Ich sag mal so, im Herbst jetzt letztes Jahr konntest du die Pro-Card sichern und hast da auch echt richtig krass eingeschlagen auf der Wettkampfbühne. Das hast du jetzt ja gerade gesagt, war nicht von Beginn an so bei den Wettkämpfen. Vielleicht auch da nehmen wir uns gerne mal mit, 2021 dann zu dem ersten Wettkampfjahr. Wie liefen da die Shows bei dir? Ich muss sagen, bei mir war es so, ich habe so die ganze Zeit, die ich davor ohne Coach gemacht habe, eigentlich durchgehend aufgebaut. Und ich habe ja gesagt, ich habe halt richtig dünn angefangen und ich habe mich halt wirklich schon ordentlich so bullig hochgefressen. Zwar wirklich eigentlich sauber nach einem Plan, aber trotzdem, also ich hatte damals bei Diätstart ungefähr gleich viel Gewicht wie jetzt. Also da kann man sich wahrscheinlich halt 30 Kilo Muskeln weniger ungefähr. Und deshalb habe ich dann halt auch 26 Wochen, glaube ich, Diät gemacht zu meinem ersten Wettkampf und war, muss man sagen, am Ende halt immer noch nicht wirklich hart. Wie gesagt, es war jetzt nicht die Schuld vom Coach, so da bin ich halt auch, ich hätte wahrscheinlich 40 Wochen Diät machen müssen, um richtig hart zu sein. Und das war auch komplett ununterstützt und alles, der Wettkampf. Also genau, da war ich dann, wie gesagt, ist nicht ganz so gut. Und ja, danach war ich auch ehrlich gesagt erstmal schon so ein bisschen eingeschlagen, sag ich mal, aber ich habe halt dann trotzdem gesagt, hey, nächstes Jahr werde ich einfach so ultra hart kommen und dann wird es kein Problem sein. Hab dann halt das ganze Jahr trainiert, bin im nächsten Herbst wieder auf die Bühne. Da bin ich dann auch zu Roland Tierlock gegangen, meinem jetzigen Coach. Und muss sagen, die Saison war zwar jetzt auch nicht wirklich gut,
Aber ich war trotzdem eigentlich relativ zufrieden, weil ich war bestimmt der Härteste auf der Bühne. Ich bin da irgendwie dann am Ende der Diät ein bisschen dünn geworden. Also ich glaube, da habe ich eher schon so, dass ich so ein bisschen zu weit runter diätet habe. Und ich habe mich da auch sehr verrückt gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht können das andere nachvollziehen. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt auch letztes Jahr gemerkt. Ich bin, werde, glaube ich, von Diät zu Diät viel entspannter. Und ich weiß noch, in der Diät bin ich tatsächlich teilweise am Ende, weiß ich nicht, noch 1, 2 Stunden jeden Tag spazieren gegangen, weil ich dachte, ich muss unbedingt noch Kalorien verbrennen und habe halt wirklich so voll die unnötigen Sachen gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe mich da selber dann so vielleicht ein bisschen so zu weit runtergezogen mit allem. Bin dann da auch, wie gesagt, halt, habe auch echt dann gut Volumen verloren. Aber trotzdem war ich, wie gesagt, denke ich mal, so mit der Härteste auf der Bühne und habe dann, deshalb war ich da schon so halbwegs zufrieden und es lief dann auch schon besser, aber hat es halt immer noch nicht so gut. Ich glaube, ich war da. Also Junioren habe ich da gemacht, einmal beim NPC. Da war aber nur ein anderer Starter. Das habe ich dann gewonnen. Und dann habe ich noch die Männer auch gemacht bei diesem South German Cup. Und ich glaube, da waren 10 Starter. Ich bin halt Fünfter geworden und habe dann noch einen Pro Qualifier gemacht. Aber da habe ich, also da war ich komplett schlecht. Und ja gut. Und dann habe ich halt wieder einen Aufbau gegangen und habe dann aber halt, wie gesagt, im Jahr danach in der Diät war das so viel entspannter. Ich hatte viel eine bessere Ausgangslage. Ich habe mich nicht so verrückt gemacht. Ich hatte viel mehr Essen und alles. Und wie gesagt, ich glaube, dass ich mir halt auch im Jahr davor ein bisschen Muskeln weggemacht habe. Und ich war dann halt jetzt 2023 tatsächlich auf der Bühne dann 15 Kilo schwerer wie im Vorjahr und sogar noch härter. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass ich vielleicht nicht 15 Kilo komplett aufgebaut habe, sondern dass da halt auch irgendwas Volumen ist, was im Jahr davor dann so ein bisschen weggegangen ist am Ende. Und deshalb war das dann halt so ein großer Sprung und lief dann halt viel besser dieses Jahr. Natürlich, letztes Jahr. Genau das wollte ich dich auch gerne fragen, weil das ist schon crazy. Also es ist einfach ein krasser Progress in einem Jahr, ne? Vielleicht auch da nochmal so, was für Hebel ja du wirklich bewusst geändert hast, dann auch in Zusammenarbeit mit dem Coach, um eben solch einen Progress zu machen. Also zum einen ist es schon auch, denke ich, dass ich wirklich die Aufbauphase halt komplett ernst genommen habe. Also auch da immer Training komplett ernst, immer Ernährung komplett ernst. Ich glaube, viele sind schon so, dass sie im Aufbau dann mal ein bisschen lockerer oder auch mal was trinken gehen. So, ich meine, es ist auch wichtig, dass man mal irgendwie sein Leben genießt, aber trotzdem habe ich das halt schon sehr ernst genommen. Aber ich glaube, der größte Faktor ist halt wirklich das, dass die Diät so viel entspannter war. Also ich weiß noch, 2022, da ging es mir auch richtig, richtig schlecht am Ende. Und ich habe mir das immer so gut geredet und hat mir so gesagt, hey, je mehr ich leide, desto besser werde ich so, weil irgendwie hört man das ja oft so, je härter das wird, umso besser ist man. Und das war auch so das größte Learning, was ich so 2023 hatte, dass es, also klar wird eine Diät immer irgendwann am Ende hart sein, aber dass umso besser es einem vielleicht geht, umso besser ist man dann tatsächlich am Ende auch. Also ich habe am Ende in der Diät, glaube ich, 3.500 bis 4.000 Kalorien gegessen. Ich hatte mein Cardio vom Aufbau in die Diät nie erhöht, eine halbe Stunde täglich. Ich hatte die letzten 4 Wochen, weil ich eigentlich vor der Zeit war, war ich jede Woche Burger essen, wenn mein Coach mir das aufgeschrieben hat. Ich weiß noch teilweise, der hat mir aufgeschrieben, weil halt so also als Refeed, geh 2 Burger, Eis und Pommes essen. Ich habe es fast nicht reinbekommen. Ich saß da und dachte mir, es kann gar nicht sein, dass ich Diät mache und in 2 Wochen Wettkampf. Und da ging es mir auch so viel besser. Und ich glaube halt, also klar, wie gesagt, man wird immer in der Diät leiden. Aber ich glaube, dass das so der größte Faktor war, dass es halt alles entspannter war und ich mich nicht so verkopft habe und wie gesagt, die Ausgangslage besser war und ich mich halt einfach nicht so runterziehen musste. Ja. Ja, ist so wichtig, weißt du, was alles da jetzt, was du beschrieben hast, was da mit einspielt einfach, ne? Jetzt, wenn wir zum Pro-Card-Sieg kommen, Luca, nimm uns mal mit an den Punkt, wann und wo hast du die Pro-Card gewonnen? Also, ich habe am 1. Oktober meine Regional Show gemacht. Die habe ich auch gewonnen. Da habe ich mich auch schon richtig gefreut. Natürlich, weil, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich so richtig gut was gewonnen habe, auch den Gesamtsieg halt. Und der Pro Qualifier war dann tatsächlich nur 6 Tage später. Das war dann der Amateur Olympia in Mailand. Und ich weiß noch genau, also da war ich echt überrascht bei dieser Regional Show. Da war ich eigentlich echt sehr zufrieden mit meiner Form. Und Roland, also mein Coach, hat dann zu mir gesagt, hey, die Form ist gut, aber auf dem Pro Qualifier wirst du da richtig auf die Fresse bekommen, wenn du so ausschaust. Ich dachte mir, hey, ich habe doch hier gerade den Gesamtsieg geholt, da geht doch gar nichts mehr. Und im Nachhinein war ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, war ich 6 Tage später nochmal so viel besser in Form. Also keine Ahnung.
Wie auch immer das dann, wir haben nicht groß was geändert. Also ich weiß es tatsächlich nicht ganz. Aber das geht halt an meinen Coach, dass er das irgendwie gemacht hat. Und da war dann die Form halt echt richtig gut. Also der Roland ist auch mit nach Italien gefahren, was halt auch nochmal das Ganze viel entspannter gemacht hat. Natürlich, wenn man sich am Tag davor die ganze Zeit sieht, ja, die ganze Zeit alles anpassen kann. Und ja, dann der Wettkampf an sich, der war mega cool. War zwar alles natürlich ein bisschen so stressig, weil es waren halt auch geisteskrank viele Teilnehmer. Also in der Classic Physik waren 113 Teilnehmer. Und ich weiß noch genau, zum Beispiel, ich war aufgepumpt, eingeölt und ich glaube, ich war eine Stunde später immer noch nicht auf der Bühne. Weil so kennt man es ja oft. Aber im Endeffekt, da ging es ja allen gleich. Und wie gesagt, ich hatte auch noch das Privileg, dass mein Trainer dabei war. Und dann beruhigte er einen natürlich auch immer so ein bisschen. Aber ich muss sagen, das war dann trotzdem schon nochmal sehr krass. Weil auch, also Roland und die Dagmar, die auch dabei war, also seine Frau, die haben beide so zu mir gesagt, hey, da geht schon heute was. Weil ich wollte es auch nicht so wirklich glauben. Aber trotzdem haben die auch so zu mir gesagt, hey, bei so einer Show mit 113 Leuten, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Glück so. Also weil das kann halt auch einfach mal sein, dass man übersehen wird. Und also ich weiß es jetzt nicht sicher, die haben schon an mich geglaubt, aber ich habe schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es auch so von der Seite ist, so, dass man eigentlich gar nicht gewinnen kann, so rüberkommt. Nicht, weil ich jetzt nicht gut bin, sondern weil es, keine Ahnung, bei 113 Leuten so, da muss halt nur irgendwas sein. Und ja, es war dann halt ultra erleichtert, als ich halt ins erste Call-out aufgerufen wurde, direkt in die Mitte. Und ja, dann im Endeffekt, als ich dann von der Bühne gekommen bin, hat dann noch Roland schon zu mir gesagt, okay, wir machen heute Gesamtsieg. Und das war es dann im Endeffekt auch. Krass, hey, ohne Scheiß, also bei auch so einem Starterfeld und so, was ging dir denn da durch den Kopf, also in dem Moment auf der Bühne, wo du dann den Gesamtsieg geholt hast und diese Karte in der Hand gehalten hast? Ja, also keine Ahnung. Also ich denke da manchmal immer noch dran und ich habe noch so Videos auf meinem Handy, wo halt das so aufgerufen wird und meine ganzen Kumpels und Familie und so, die dabei waren, halt rumschreien und so. Und ich kriege jedes Mal nochmal neu so Gänsehaut. Aber in dem Moment, ich kann es gar nicht genau beschreiben, weil ja, das ist halt so wirklich mega optimal gelaufen. Bei dem Amateur-Olympia kriegen ja sogar die ersten drei die Pro-Karten so. Und ich weiß noch, der eine Kumpel, der dabei war, der hat mich auch noch am Tag davor gefragt, hey, was machst du, wenn du so Dritter wirst und die Pro Card holst? Ich habe gesagt, hey, ich freue mich natürlich auch. Aber irgendwie ist es natürlich cooler, wenn man so alles gewinnt. Und dann ist halt genauso gekommen. Und ja, ich weiß nicht, wie gesagt, es ist jetzt vielleicht blöd, aber ich kann gar nicht genau sagen. Ich grinse da schon so, wenn ich dran denke. Boah, ich kann es aber voll verstehen, Luca, ohne Scheiß. Bei mir liegt es ein paar Jahre zurück, aber das ist so crazy. Ich glaube, das können auch nur Menschen so 100% nachvollziehen, die sowas mal erlebt haben. Und dann erlebt es ja klar jeder für sich nochmal in eigener Art, aber sehr, sehr, Ja. sehr, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Wann war dir denn selber klar, dass du das Zeug zum Profi hast? Es ist schwierig zu sagen, weil wie gesagt, eingeredet habe ich mir das schon immer, bevor ich den ersten Wettkampf überhaupt gemacht habe. Das habe ich ja anfangs erwähnt. Aber so, und ich habe das auch wirklich mir so eingeredet, dass ich es geglaubt habe. Also jetzt nicht nur so gesagt, sondern ich habe dann auch wirklich dran geglaubt. Aber so dieses wirklich so realisieren, dass es jetzt wirklich richtig, richtig gut läuft. Das war dann halt eigentlich tatsächlich auch erst mit der Saison. Ja. Aber geil, also auch vielleicht an der Stelle, weißt du, weil du halt davor vorhin ein bisschen gesagt hast, so, ja klar, schon früh gewusst oder du kannst Profi werden und so. Für den einen oder anderen mag sowas dann immer erstmal so ein bisschen überheblich klingen. Auf der anderen Seite, du musst das ja irgendwo früh in dir drin haben, sei es als Wunsch, als Traum, als was auch immer so, um da auch in die Richtung weiter zu laufen, ne? Und eben, wenn du nicht selber dran glaubst, ja, wer soll es dann tun, so wirklich, ne? Und geil, also richtig, richtig nice. Jetzt hast du dann auch direkt nach dem Pro-Card-Sieg ziemlich schnell dein Pro-Debüt gegeben. Wie war denn dein Profi-Debüt jetzt aus der heutigen Sicht? Noch ganz kurz vielleicht zu dem vorigen Punkt, was ich vielleicht so auch mitgeben kann an viele, ist so, also als ich angefangen habe zu trainieren und auch die ganzen ersten Jahre, eigentlich bis hin zu meinem ersten Wettkampf so, auch wenn ich an mich geglaubt habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe eher gedacht, ich habe nicht so eine gute Genetik für den Sport. Und jetzt auf einmal merke ich, hey, vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Also viele sagen zwar, man merkt es relativ schnell, ob die Genetik passt, aber deshalb, wie gesagt, so als Message für alle, wenn es so euer Traum ist, dann bleibt da dran, weil vielleicht stellt sich das auch irgendwie erst später raus. Wie gesagt, ich habe die ganzen ersten Jahre, habe ich nie so ultra schnell aufgebaut oder so. Da war so, dass ich kurz trainiert habe und direkt explodiert bin oder irgendwas so war. Aber das
hat sich dann irgendwie so entwickelt mit der Zeit. Ich weiß auch nicht. Aber übel, also danke dafür, Luca, weil das ist tatsächlich, also wenn man sich überlegt, gell, ich weiß genau, was du beschreibst, man weiß es am Anfang ja nicht wirklich so. Ich meine, Ja. die Jungs gehen ins Gym, geben Gas, essen ordentlich, ja, und so weiter. Und wie du sagst, es entwickelt sich ja stetig so, das ist ein Prozess einfach. Und da dann einfach dran zu bleiben, ich glaube, das ist so dieses Keyword einfach, ne, was du jetzt gerade gesagt hast, also mega, mega schön, ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Genetik, so dieses Mentale einfach, das dranbleiben. Ist zwar jetzt nicht die körperliche Genetik, aber das kann vielleicht auch nicht jeder. Und wenn man das halt hat, dann ist man da halt auch schon irgendwo gesegnet, genetisch. Absolut, ich denke mir auch so oft, ne, Talent zum Beispiel, also ich selber habe das bei mir beispielsweise niemals am Körper gesehen, sondern ich habe immer mein Talent, wenn dann nur im Kopf gesehen, weil ich dachte, ich bin einfach eine Arbeiterin, sage ich jetzt mal, also das ist so eine, habe viel Ausdauer und gebe nicht auf, so auf die Art, ne, und ja, siehe da, irgendwann sagt sogar irgendjemand, und du hast sogar körperliche Genetik, wo ich mir dachte, wo denn, aber weißt du, also Ja, genau. es ist sehr, sehr schön, was du da gerade jetzt mitgibst, ne, an die Leute da draußen. Du hast dann dein Debüt auch relativ zeitnah gemacht danach. Wie ist denn das für dich gelaufen? Also, das war auch mega cool. Das habe ich in dem Sinn schon, also ich weiß noch genau, auch bevor ich die Pro-Card geholt habe, da in der Halle war ich noch und dann wollte ich irgendwie wissen, was nach heute passiert, so wie es weitergeht. Und ich wusste ja, wenn ich nicht gewinne die Pro Card, dann werde ich natürlich weitermachen, dann werde ich noch einen anderen Pro Qualifier machen. Und da habe ich Roland gefragt, hey, wenn ich jetzt hier gewinne, machen wir dann eigentlich noch einen Pro-Wettkampf? Ich wollte ja wissen, ist dann Diät eigentlich, ist dann jetzt die Diät vorbei, wenn ich jetzt später gewinnen sollte oder nicht? Und da hat er gesagt, ja klar, machen wir. Und damit war das dann eigentlich schon klar, dass ich ein Pro-Debüt eventuell mache, bevor ich überhaupt Pro war. Und ich hatte halt den Kalender trotzdem schon mal auch davor durchgeschaut. Und da war dann halt 2 Wochen später ein Wettkampf in Alicante, was sich halt mega gut anbietet. Ich hatte eh, glaube ich, noch Urlaub, 2, 3 Wochen nach der Pro-Karte eben für den Fall, weil ich dachte, hey, wenn ich die Pro-Karte nicht hole, dann will ich noch 2, 3 andere Pro-Qualifier probieren. Deshalb hatte ich mir da ein bisschen Urlaub genommen in der Arbeit. Da habe ich gesagt, hey, ich habe eh noch frei und mir geht's gut, mental, körperlich, alles. Klar, mache ich das noch mit. Und habe dann den Wettkampf in Alicante gemacht und war eine mega coole Erfahrung. Haben wir dann alles spontan gebucht und ich würde sagen, auch nicht mal, dass es so schlecht lief. Also, ich habe mir schon trotzdem ein bisschen mehr erhofft, weil, auch wenn es ein Pro-Debüt ist und vielleicht unrealistisch, aber ich war trotzdem immer auf dem Wettkampf mit dem Ziel zu gewinnen. Aber ja, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht traurig darüber, dass es nicht so ist. Aber ich meine, ich bin dann Sechster geworden von 10, ist jetzt nicht ultra gut, aber ich war da noch knapp 10 Kilo unter meinem Gewichtslimit und bin gerade Profi geworden. Also, ich denke, da kann man schon drauf aufbauen. Und es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Toll, wenn man sich überlegt, ey, du hast einfach 4 geschlagen und ja, das war dein Profidebüt, also crazy. Und ich meine, es waren jetzt auch nicht alles nur Nasenbohrer. Also klar, muss man immer gucken, aber das ist bei den Profis dann schon nochmal einfach ein anderes Niveau und richtig, richtig stark. Jetzt vielleicht abschließend zum Jahr 2023. Wie bist du so aus dem Jahr gegangen? Also wie sah deine Planung auch zum Ende 2023 aus? Also, wir haben dann erstmal eine Recovery-Phase so gemacht, natürlich nach dem Wettkampf. Und ich war natürlich so überglücklich mit der Saison. Hab dann natürlich auch so sehr viele andere organisatorische Sachen erstmal gehabt, um das man sich dann kümmern muss, weil da kommt dann schon relativ viel auf einen zu. Auf einmal fragen einen so lauter Sponsoren an und alles Mögliche. Und da muss man sich dann natürlich auch erstmal drum kümmern, da es dann irgendwie auf einmal so lauter, in Anführungsstrichen, Probleme ist ja was Schönes, so, aber die halt davor gar nicht da waren, um das man sich jetzt kümmern muss. Deshalb ging das halt alles so relativ schnell und zügig alles vorbei. Aber es war dann eigentlich schon relativ klar, dass ich jetzt im Frühjahr wieder starten will, weil zum einen will ich mich halt auch zeigen und jetzt nicht erstmal irgendwie ein Jahr verschwinden. Und zum anderen denke ich eh, dass ich auch mich in relativ kurzer Zeit immer gut verbessern kann. Ich habe auch letztes Jahr in der Prep noch richtig gut Verbesserungen machen können und ich denke, das werde ich dieses Jahr auch wieder machen können. Und zum anderen, auch wenn es vielleicht wieder sehr hochgegriffen ist, haben wir halt gesagt, hey, ich will dieses Jahr zu Mr. Olympia kommen und ich will dann halt nicht erst irgendwie einen Monat davor versuchen, mich zu qualifizieren, weil dann ist auch immer wieder blöd mit der Überbrückungszeit und alles, sondern gesagt, hey, wir greifen direkt im Juni, Frühjahr an und schauen halt da, was geht. Sehr, sehr geil. Jetzt im Endeffekt zur Prep 2024, das wollte ich dich eben auch fragen, wann hast denn du dir dann schon so deine Wettkämpfe rausgesucht für diese Saison? Also ich habe Anfang vom Jahr mal mit Roland, mit meinem Coach gesprochen und
Dann, als halt die Liste rauskam, haben wir halt gesagt, hey, dann starten wir halt ein bisschen früher. Wie gesagt, machen die deutsche Show direkt mit und sind halt den Kalender so durchgegangen. Ich muss sagen, ich habe auch überlegt gehabt, ob ich wirklich nach Amerika rübergehe einen Monat und da 3, 4 Wettkämpfe mache. Habe ich jetzt aber dann mich doch dagegen entschieden. Es sind halt viele Faktoren, die schon deutlich einfacher hier sind. Ich meine, ich will das voll gerne mal machen und habe das sicher auch vor, irgendwie nächstes Jahr oder so zu machen. Aber es sind halt trotzdem so Sachen, da ist halt nochmal was ganz anderes. Du musst erstmal Leute finden, die mitkommen. Du brauchst ja irgendeinen Betreuer oder so. Auch, dass der Coach vielleicht mitkommt. Dann ist natürlich finanziell was ganz anderes, mal einen Monat nach Amerika rüberfliegen mit und allem drum und dran. Und im Endeffekt, wie gesagt, ist jetzt erstmal mein Ziel, sich so zu qualifizieren. Und wenn es dann klappen sollte und ich wirklich merke, hey, es geht richtig gut im Bodybuilding, dann ich bin jung, so habe ich so viele Jahre noch Zeit, wo ich in Amerika und so Wettkämpfe machen kann. Und wir haben ja auch mittlerweile in Europa coole Wettkämpfe, wie zum Beispiel auch noch die M-Pro. Die ist ja auch immer sehr, sehr gut besetzt. Die werde ich nämlich dann auch machen. Wir hatten dann eigentlich noch vor, so eine Show in Italien zu machen. Die war zwischen der in Deutschland und der M-Pro, aber die steht jetzt irgendwie nicht mehr im Kalender drin. Ich glaube, die haben sie gestrichen, ich weiß es nicht. Wäre eigentlich perfekt gewesen. Und tatsächlich haben wir jetzt nur die beiden Shows mal angesetzt, die Deutsche und die Empo, und haben dann gesagt, den Rest schauen wir spontan. Die beiden habe ich schon gebucht, mich angemeldet. Und dann gucke ich halt, wie es läuft. So, wenn ich da jetzt Letzter werde, was ich jetzt nicht hoffe, ich meine, dann brauche ich auch nicht weitermachen. Dann sage ich, hey, jetzt muss ich erstmal aufbauen. Und wenn ich dort eine Show gewinnen sollte, dann werde ich wahrscheinlich auch sagen, hey, jetzt geht's zum Olympia. Aber wenn ich da jetzt bei den Shows irgendwie Zweiter oder so werde, dann werde ich halt sicher noch natürlich weitermachen, wenn ich sehe, ey, es ist realistisch, dass ich noch was anderes gewinnen könnte. Das schaue ich dann deshalb spontan, aber die beiden mache ich auf jeden Fall sicher. Ja, kann ich gut verstehen, so wie du rangehst an das Ganze. Und auch, ja, dass man da einfach Bock hat, direkt schon am liebsten in die USA mal rüber zu fliegen. Aber wie du sagst, zum Glück mittlerweile in Europa echt viele geile Shows auch sind. Da glaube ich, sind dann auch noch Portugal und ich glaube sogar Amsterdam Genau. im Juli. Ja, es sind ganz viele. Ich glaube noch irgendeine in Irland. Dann ist noch, das ist zwar dann tatsächlich ein bisschen später, aber ich habe es irgendwie trotzdem mal so im Hinterkopf, Dubai. Weil das halt, ey, ganz ehrlich, man muss natürlich sagen, Dubai wird sehr, sehr schwierig da zu gewinnen, weil da werden wahrscheinlich ultra krasse Leute kommen. Aber ich glaube, das ist halt schon eine richtig coole Show und zahlen auch richtig, richtig viel Preisgeld, ja. Sogar mehr in der Classic wie der Olympia, glaube ich. Ich sage, natürlich ist es jetzt vielleicht noch mal was anderes, weil da zu gewinnen ist wahrscheinlich nahezu unmöglich jetzt in der ersten Saison. Aber ich habe es trotzdem im Hinterkopf, da gibt es ja echt coole Shows, die man machen kann. Voll, voll. Das ist genau, also ist mir auch aufgefallen, und die geben da auf jeden Fall gerade ordentlich Gas aus den Emiraten, die Leute da auch mehr zu sich zu holen. Bin ich super gespannt. Also ich finde eh voll beeindruckend, wie Bodybuilding gerade überall wächst. Das Ja. ist super, super geil. Jetzt hattest du ja, Luca, einfach auch wieder gar nicht so viel Zeit zwischen den letzten Wettkämpfen und auch der jetzigen Vorbereitung. Ich sag mal so, hat dir die Zeit ausgereicht, um dich körperlich zu verbessern, aber halt auch mental, ich sag mal, wieder so ready zu sein, um auf der Ebene so Wettkämpfe zu betreiben, weil das ja doch alles jetzt sehr schnell ging. Also ich denke ja. Ich finde es ist immer sehr schwierig, sich selber einzuschätzen, weil, also zum Beispiel, ich wiege tatsächlich jetzt ungefähr gleich viel, wie ich letztes Jahr zu Beginn der Vorbereitung gewogen habe, aber ich bin halt deutlich fettfreier. Aber trotzdem irgendwie denke ich mir halt selber so, hey, ich wiege nur das Gleiche irgendwie. Das ist halt dann immer schon so ein bisschen schwierig, das sich so klar zu machen. Aber wenn ich jetzt Bilder vergleiche, dann würde ich sagen, ist da auf jeden Fall gut was gegangen und mein Trainer ist auch sehr, sehr zufrieden. War jetzt tatsächlich nur sehr, sehr kurz, weil wir hatten richtige Off-Season nur 8 Wochen. Also ich habe erst irgendwie, glaube ich, 10 Wochen Recovery gemacht, dann 8 Wochen Off-Season, dann halt jetzt nochmal vor der Prep, so 4 Wochen, so ein bisschen Recovery. Und ja, aber ich denke also mental auf jeden Fall sehr gut, weil, also ich halte mich natürlich auch in der Off-Season immer voll gut an Pläne, aber da ist dann, und das ist auch von meinem Coach abgesprochen, sagt er sogar solche, dass ich da irgendwie zweimal die Woche ein Cheat Meal mache und da. Das mache ich dann auch, da gehe ich dann auch immer essen mit irgendwelchen Freunden oder so. Also ich mache es dann auch meistens so, dass ich wirklich essen gehe und nicht zu Hause mehr was koche, eben, um halt so dieses Mentale ein bisschen entspannter zu werden, mal auch irgendwie so ein bisschen so eine soziale Komponente reinzuhaben, mit irgendwie Freunden was zu unternehmen oder mit der Familie. Und die Prep ist jetzt sowieso bei mir nicht lang. Ich denke, das wird jetzt kein Stress. Ich habe jetzt vor einer Woche angefangen und sind jetzt noch 9 Wochen bis zu dem einen Wettkampf. Also wir machen nur 10 Wochen Vorbereitung. Deshalb, wie gesagt, ich denke, die Ausgangslage auch fetttechnisch ist schon sehr, sehr gut. Also, ja.
Gut, wie er das angeht, finde ich. Also es hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile. Eben jetzt, du musst dann gar nicht so viel runterstrampeln, ne? Und kann ja sein, dass die Prep wirklich leicht, ich sage jetzt mal in gewisser Weise leicht, du weißt, was ich damit sagen, leichter wird dann, genau. Und ja, trotzdem sehr eine Verbesserung zu sehen ist. Was bedeutet es dir denn jetzt so als jüngster deutscher Profi der zweiten Classic Physik Pro Show in Deutschland an den Start zu gehen? Also, es ist natürlich so irgendwie eine Ehre, so einen Titel noch zu haben. Aber im Endeffekt ist natürlich auch eine Sache, die, ich will nicht sagen, schwerer macht. Aber klar, die Leute, gegen die ich antrete, die haben wahrscheinlich schon deutlich mehr Trainingserfahrung. Und ich werde auch mein Gewicht mit ziemlich sicher nicht ausfüllen. Immer noch nicht. Wie gesagt, ich war letztes Jahr 10 Kilo drunter. Ich weiß nicht, was ich jetzt genau wiegen werde. So, eventuell, Roland meinte, ich bin vielleicht sogar 5 Kilo schwerer, aber ich meine, das wäre wirklich sehr, sehr gut, würde ich mal sagen, 5 Kilo in der Zeit, aber selbst dann fühle ich es ja nicht aus. Also ich denke, so muskulär werde ich da vielleicht einigen unterlegen sein, aber ich denke, ich habe halt andere Punkte, mit denen ich gut glänzen kann. Da bin ich halt vielleicht auch einfach noch zu jung, da brauche ich halt noch ein bisschen Zeit, bis ich das dann komplett voll habe. Aber ich denke halt, dass ich halt andere Faktoren habe, mit denen ich da gut auftauchen kann. Und was mir auch so ein Vorteil ist, das wird mir sehr oft gesagt, ist halt, dass ich, glaube ich, schwerer ausschaue, wie ich tatsächlich bin. Deshalb muss ich dann halt mal schauen. Ich weiß auch nicht, wie es meine Muskelqualität dann bis dahin wird. Natürlich haben da vielleicht auch Leute irgendwo einen Vorteil, die schon deutlich länger trainieren. Aber ich bin mir sicher, dass ich mit am härtesten oder am härtesten von allen kommen werde und die Linie passt. Dann muss man halt schauen, was dann da gewertet wird, was sie sehen wollen. Wie ist es denn generell für dich hier so vor, ich sag mal, heimischem Publikum aufzutreten? Also vielleicht dann auch eben vor vielen Freunden, Bekannten und Familie? Mega cool, weil ich muss sagen, meine Familie und Freunde, die supporten mich halt auch richtig. Die waren also zum Beispiel in Erlangen waren die auch alle dabei. Ein Freund ist mit nach Alicante geflogen und mein Vater. Und in Mailand, wo ich die Pro-Card bekommen habe, sind beide meine Eltern da gewesen und sind sogar drei Freunde mitgekommen. Zwei sogar voll spontan, die haben mir nicht mal was gesagt. Der eine Kollege ruft mich am Abend davor an und sagt, wie es eigentlich in Mailand ist und verarscht mich so ein bisschen und schickt mir dann ein Bild, dass er auch in Mailand ist. Die sind extra noch gekommen. Also das ist halt mega cool, wenn man da halt auch so Freunde hat, die da halt so voll hinter einem stehen. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man dann auch irgendwie, wenn die halt da sind, man kann danach mit denen essen gehen und sich irgendwie zusammen freuen. Ich meine, wenn man, also wenn ich jetzt da zum Beispiel gar keine Freunde und keine Familie hätte, dann könnte ich wahrscheinlich Mr. Olympia werden und ich würde mich immer noch nicht richtig freuen, weil so, wenn man sich ganz alleine freut, das, weißt du, ich meine, das ist nicht was Leichtes, wenn du so irgendwie runterkommst und irgendjemand den Arm nimmst oder wie auch immer. Also, das ist natürlich mega cool und es werden da jetzt halt auch wieder ein paar Freunde mitkommen, deshalb auf die deutsche Show. Ich muss sagen, was auch cool ist, auch nach Alicante werden ein paar Kumpels mitkommen und so Freunde. Das ist halt mega, aber in Deutschland wird es natürlich schon noch mal viel einfacher sein. Da kann zum Beispiel auch meine Oma, wird sie da sogar mitkommen. Die wird es natürlich nicht mit nach Alicante fliegen, aber sowas halt schon mega cool. Das ist so cool, dass du hast dann so einen richtigen Fanbase auf jeden Fall am Start. Toll, ich meine, das ist gerade so diese geteilte Freude, dann das ist auch richtig schön zu hören, wie die alle so bei dir mitfeiern und hinter dir stehen und so. Also wirklich richtig, richtig schön. Wie sieht denn jetzt so bei dir aktuell, weil du sagst jetzt quasi, eigentlich bist du so erst so 1 oder 2 Wochen dann auf Prep, ne? Wie sieht es aktuell bei dir aus? Also bei mir ist jetzt tatsächlich sehr entspannt noch alles und ich versuche mir das auch immer so, ich versuche mir das auch beizubehalten jetzt über die Prep, weil es ist ja schon so, dass man irgendwie im Laufe der Prep dann irgendwie immer fängt, so noch genauer zu werden, sich zu verkopfen. Also ich meine, genau sein ist natürlich wichtig, das mache ich auch, aber immer noch so mehr sich zu verkrampfen, zu verkopfen und so. Und da bin ich jetzt halt gerade noch so gar nicht in dem Modus, was ich halt, wie gesagt, auch hoffe, dass ich mir das so beibehalten kann. Im Endeffekt, also fühle ich mich fast schon wie einfach im Aufbau, wie in der Offseason. Natürlich mache ich alles genau, ich bin fokussiert im Training oder so, aber ich denke tatsächlich, dass es besser ist, wenn man das so voll entspannt macht und gar nicht so sich so einen Druck versucht zu machen. Ich muss zwar sagen, ich mache mir wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen Druck. Es ist jetzt nicht ultra schlimm und es ist ja auch irgendwo so ein Privileg, aber ich habe halt schon mit sehr vielen anderen Profis auch gesprochen. Und also ich meine sogar so Leute wie Heiko Kalbach, der ja schon sehr, sehr kritisch ist, der hat zu mir gesagt, hey, er glaubt, ich hole mir dieses Jahr die Quali und
Wie gesagt, er ist eigentlich jemand, der sehr gerne Leute kritisiert, ohne es böse zu meinen. Aber das ist ja also seine Art. Und wenn das halt so einer zu ihm sagt, dann denke ich mir halt, hey, wenn ich jetzt da voll reinscheiße, dann ist es halt irgendwie ein bisschen komisch. Also ich mache mir da dann schon natürlich auch irgendwie so ein bisschen Druck abzuliefern. Aber in gewissermaßen ist es ja auch gut so und ist ja auch ein Privileg irgendwo. Voll, voll. Ah, das ist so spannend, weil du das berichtest, Luca. Also ich kann das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Dieses, hey, mit einfach so, bei sich selber einfach so diese Entspanntheit auch mitzunehmen und gar nicht dieses, ich bin jetzt in einer Prep zu groß für sich selber zu machen, ne? Weil ich glaube, das haben fast alle, die da jetzt zuhören, die jemals schon auf einer Bühne waren oder die es noch nicht waren und wollen, die sollen das unbedingt mitnehmen, diese gewisse Leichtigkeit einfach mitzunehmen, weil ich glaube, wir sind immer selber schon die, die sich am meisten Stress und Druck machen. Und sich da einfach auch wirklich, ja, einfach so ein bisschen entspannt in die Sache reinzugeben und dem Prozess Vertrauen zu schenken. Also, glaube ich, war jetzt auch ganz wertvoll, was du da gerade berichtet hast. Ich sage mal so, Thema Cardio, Training, Ernährung, was verändert sich da bei dir jetzt gerade so bei den Stellschrauben am meisten, wenn es heißt, du bist jetzt wirklich offiziell in der Vorbereitung zu, du bist im Aufbau? Also es ist tatsächlich auch sehr entspannt bei mir. Also ich habe Cardio dauerhaft gleich eigentlich bei mir. Ich hatte letzte Diät, wie gesagt, letzte Recovery, letzten Aufbau und jetzt habe ich immer noch gleiches Cardio. Ich habe jeden Tag eine halbe Stunde und das haben wir nicht erhöht und ich denke auch, dass wir das wahrscheinlich gar nicht mal erhöhen werden. Ich meine, mir geht es beim Cardio tatsächlich eher darum, was halt fürs Herz zu tun, fürs Herz-Kreislauf-System und nicht so Kalorienverbrennung. Das mache ich halt einfach eher über die Ernährung dann. Und das ist auch der einzige Faktor, den wir eigentlich sozusagen geändert haben. Also das Training ist genau gleich, das Cardio und die Faktoren sind alle gleich. Und wir sind jetzt halt einfach mit dem Essen ein bisschen runter, wobei ich halt auch sagen muss, es ist auch ultra entspannt noch. Also ich mache jetzt seit einer Woche Diät, das wird schon noch weiter runtergehen, aber ich esse jetzt 4.400 Kalorien. Also ich meine, ich habe da trotzdem ein bisschen Hunger, aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Das ist trotzdem noch nicht so richtig Diät, wo man irgendwie am Verhungern ist. Aber das Schöne ist einfach zu sehen, ne, dass es das wirklich auch so funktionieren kann. Und viele ja immer sagen, ja, das ist so hart, so hart, so hart. Klar, man wird da auch immer besser als Athlet. So, du wirst von Vorbereitung zu Vorbereitung, du weißt ja, was auf dich zukommt. Ne? Das ist ja dann irgendwann Ja. nicht ganz neu. Aber es kann eben auch so funktionieren. Vielleicht auch da gerade so die Frage, jetzt gerade wenn du das mal vergleichst zu den ersten Vorbereitungen, was sind so die großen Veränderungen, die du generell auch wahrnimmst bei dir jetzt? Weil du machst ja jetzt auch schon ein paar Mal so eine Vorbereitung. Also das Größte, das, was ich eigentlich schon so erwähnt habe, ist halt, dass man einfach so vom Kopf ein bisschen entspannter bleibt. Also ich vergleiche es halt gern mit der Vorbereitung aus 2022, weil 2021 war jetzt auch wiederum nicht so hart, weil ich am Ende halt selber nicht ganz hart war. Deshalb habe ich gar nicht so dieses Endstadium gehabt. Aber also 2022, da ging es mir wirklich so extrem schlecht. Also ich weiß noch genau, so 2 Wochen vor dem Wettkampf habe ich wirklich jeden Tag gefragt, wie ich noch einen Tag so durchhalten soll. Also ich bin zwar nie so der Typ, ich hätte es auch nie gemacht, dass ich so aufhöre, aber ich wusste nicht, wie es noch gehen soll. So, ich habe von Stunde zu Stunde so mein Ding gemacht und gelebt und irgendwie geschaut, dass ich den Tag noch rumbringe. Und das war dann halt letztes Jahr schon fast so, dass ich mich gefragt habe, hey, irgendwas ist falsch schon fast so. Das ist so entspannt im Vergleich war. Ich meine, Diät wird zum Ende hin immer ein bisschen hart, das ist klar. Aber ich glaube, das ist schon so der Faktor, der sich von Diät zu Diät bei mir am meisten verbessert hat. Das ist halt einfach, wie gesagt, dass ich da gelassener rangehe. Natürlich alles genau mache, aber mich einfach nicht so versuche zu verkopfen. Natürlich mache ich im Training Vollgas und Fokus, aber ja, ich versuche jetzt halt nicht auf Krampf irgendwie da noch was zu machen. Ja, richtig, richtig gut. Wenn du, also gerade auch was du gesagt hast, so diese Momente, dass es mal so richtig hart war, so, es ist spannend, weil ich glaube, viele, die das zum allerersten Mal machen, ich würde behaupten, die meisten erleben so ihre erste oder zweite Wettkampfvorbereitung schon wesentlich härter, wie das dann die weitere Mal einfach wird, ne? Und das vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt gerade zuhören, die entweder gerade in der ersten Prep sind oder jetzt das machen wollen, so, also wenn ihr dranbleibt, das, ja, wird einfach dann auch bekannter und man wird mit der Zeit einfach entspannter. Ich glaube, das ist bei fast jedem so, ne? Und ich bin nachträglich sogar froh, dass ich mal so eine Prep hatte, wo es mir so richtig scheiße ging. Weil dadurch, wie gesagt, auch wenn es mir letztes Jahr irgendwo schlecht ging, hat sich das nicht so schlecht angefühlt, weil ich dachte, hey, es geht ja noch so viel schlimmer. Also du hast irgendwie so einen ganz neuen Standard.
Oh, ich fühle dich total, ja, absolut. Wenn du weißt, wie schlimm es sein kann, dann ist alles andere einfach so ein richtiger Ja. Spaß sozusagen. Voll. Wie geht jetzt so der Progress aus deiner Sicht weiter? Ist der noch genauso stramm wie im letzten Jahr oder verändert sich das eher zum Positiven oder zum Negativen? Also ich denke, es lief jetzt tatsächlich schon noch sehr gut und ich konnte mich schon noch sehr gut verbessern. Und ich denke auch, dass ich in der Vorbereitung wieder mich verbessern kann. Ich meine, ich habe letztes Jahr auch in der Vorbereitung halt mich muskulär auch noch verbessern können. Ich denke, gerade eben, weil ich eine gute Ausgangslage habe, werde ich das dieses Jahr auf jeden Fall auch noch machen können. Ich muss mal schauen, wie weit es dann so geht. Aber ich meine, irgendwann bin ich natürlich eher an einem Gewichtslimit. Dann in ein, zwei Jahren, wo man dann halt schauen muss. Oder kann man dann eh nicht mehr so krass so die muskulären Veränderungen machen. Natürlich geht immer noch irgendwie ein bisschen was. Aber ich denke jetzt tatsächlich, dass es nicht unbedingt jetzt weniger gegangen ist. Wie gesagt, wir hatten jetzt halt nur eine sehr kurze Zeit. Ich will es auch gar nicht am Gewicht festmachen, das machen wir auch nicht, aber wie gesagt, Roland meinte eventuell schon so 5 Kilo schwerer und ich denke, das wäre in dieser Zeit also schon ein sehr großer Sprung nochmal. Also sehr wirklich Bühnengewicht, 5 Kilo. Ja, voll. Boah, ist crazy. Und ja, klar, ich meine, weißt du, auch diese jungen, ich sage jetzt mal, jungen, frischen, saftigen Jahre, die muss man ausnutzen im Endeffekt, Ja, ne? ja, ja. Richtig gut. Und eben auch der Punkt, dass du als Profi dich direkt zeigst, ne? Weil das muss man ja einfach ganz klar hier nochmal hervorheben, wie wichtig es ist, dass wir als Profis gesehen werden. Also, dass es einfach auch ein Faktor ist, ne? Dass wir da Ja. nicht irgendwie 3, 4 Jahre von der Bildfläche verschwinden, ne? Welche Ziele hast denn du dir jetzt für die Saison 2024 gesetzt, insbesondere auch jetzt gerade für die German Pro Show? Also, wie gesagt, das Hauptziel ist natürlich auch, wenn es sehr hoch ist, dass ich was gewinne, mich qualifiziere für den Olympia. Und das ist auch so tatsächlich. Also klar, ich meine, man hat jedes Mal auch das Ziel, dass man selber sich verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Und das sollte auch immer so das größte Ziel sein. Aber tatsächlich, so das größte sportliche Ziel mache ich tatsächlich daran irgendwo fest. Auch wenn es, also ich muss sagen, vielleicht ist es jetzt nicht ganz der richtige Weg und ich sollte es jetzt gar nicht vielleicht so als Vorbild so sagen. Weil eigentlich sollte man ja schon so immer auf sich selbst schauen, weil man kann nie beeinflussen, wer kommt. Aber ich denke, ich bin erst zufrieden, wenn ich daraus gewinne. Sehr, sehr geile Herangehensweise auch so. Ja, ist voll die Gewinnermentalität einfach, ne? Und jetzt bist du so jung, Luca, und der Punkt, ja, Punkt für im Training und im Alltag eher so, also das will ich dich fragen, quasi, ob der Punkt für dich im Training und im Alltag eher so Antrieb oder eher Hindernis ist. Also ich sage jetzt mal Antrieb so quasi jetzt erst recht oder eher Hindernis quasi so, also weil du so jung bist, ja, ich habe ja noch so viel Zeit. Nee, tatsächlich eher so das Erstere ist. Vor allem, also ich habe auch mal anfangs gesagt, dass ich denke, in der Classic hat man halt seine Prime so mit Mitte 20. Und es ist natürlich immer schwer zu sagen, was kommt. Aber tatsächlich habe ich mir eher so vorgenommen, ich will jetzt nicht bis 40 unbedingt Bodybuilding machen, sondern eher so bis 30, Anfang 30 und dann halt irgendwie halt, natürlich werde ich immer den Sport machen und alles. Und will mir auch irgendwie ein Standbein, natürlich auch was Finanzielles in dem Sport aufbauen, weil es halt einfach meine Leidenschaft ist. Aber gerade so dieses Wettkampfding, wie gesagt, ich kann es nicht in die Zukunft schauen, aber habe ich schon vor, so die nächsten 8 bis 10 Jahre halt so richtig aktiv nur zu machen. Und ich denke, das wird auch so in der Classic eben, wie gesagt, so das Beste sein. Deshalb sehe ich mich da jetzt auch schon so in der Zeit, wo ich gut sein muss und gut werden muss und nicht, also ich sage jetzt nicht, hey, ich bin ja noch so jung, ich habe so viel Zeit, sondern im Gegenteil, also ich habe nur noch 8 Jahre so oder 10. Also vielleicht mache ich es dann im Endeffekt auch einen Tick länger, aber das ist jetzt tatsächlich zur Zeit nicht der Plan und deshalb denke ich mir, hey, ich muss mich mal ranhalten. Urs war auch mit 23 beim Olympia, ich glaube, Chris Bumstead weiß nicht, wann er seinen ersten gewonnen hat, ich glaube 24, 25, also sollte ich mal schauen, dass was passiert. Sehr, sehr geile Einstellung. Ja, finde ich richtig, richtig cool. Wenn du jetzt gerade auch so bei den anderen Classic-Physik-Jungs guckst, also was hast oder wen würdest du jetzt da als größte Konkurrenz für dich einschätzen? Oder bist du da gar nicht so, dass du die anderen so als Vergleiche hernimmst? Wie gehst du das an? Meinst du das bezogen auf die deutsche Show? Ja. Okay, ich muss sagen, tatsächlich, ich kenne es gar nicht, das ganze Teilnehmerfeld. Und ich weiß natürlich auch nur von den Deutschen, die mitmachen. Es kann natürlich sehr gut sein, dass sich noch irgendwelche internationalen Leute anmelden. Das kann ich jetzt natürlich noch gar nicht sagen. Aber von den Deutschen gibt es tatsächlich schon sehr, sehr viele gute. Ich denke, rein so platzierungstechnisch aus der Vergangenheit wird der Alex Westermeier so der Stärkste sein.
Aber ansonsten haben wir auch mega viele gute. Also ich unterhalte mich relativ viel mit dem Gerstner André. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der ist auch, also denke ich mal, richtig, richtig gut. Und das muss ich, glaube ich, mal nachdenken, wer denn alles mitmacht. Der Eier macht mit, der Manuel und ja, und noch der Florian. Ich weiß gar nicht genau, aber wie gesagt, ich denke, ohne jetzt den anderen irgendwie zu nahe zu treten, dass schon der Schwierigste, wenn dann der Alex wird. Ja, voll, voll spannend. Also genau, ich habe jetzt auch gerade noch alle mit meinem Kopf durchgegangen. Den André hatte ich tatsächlich als allerersten jetzt für diese Podcast-Special-Serie quasi zu Gast, weil ich habe ihn auch noch nicht interviewt und er ist ja auch genau letztes Jahr, 2023, Profi geworden. Genau, im Voll. Frühjahr. Ja. Also, es wird unglaublich spannend. Ich freue mich da richtig. Also ich bin da selber auch vor Ort und ja, werde euch alle anfeuern. Und wenn du gehst, werde ich mich sehr mit dir mitfreuen. Vielleicht jetzt mal auch so noch, Luca, zum Leben außerhalb vom Wettkampf-Bodybuilding. Was machst du beruflich beziehungsweise noch so neben dem Sport? Genau, also ich habe eine Ausbildung gemacht. Also ich habe zwar Abitur gemacht, aber ich habe dann eine Ausbildung gemacht, direkt im Anschluss zum Bankkaufmann. Habe dann da auch relativ lang das normal gemacht und ich bin dann Anfang letztes Jahr auf 30 Stunden runtergegangen, um halt mehr Fokus auf Bodybuilding zu haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ich habe heute gekündigt. Also die Folge kommt ja auch nicht gleich heute raus und Ja, es ist eigentlich egal. Ja, ich sag jetzt, ging schon immer gut, aber ich will jetzt halt einfach versuchen, noch mehr Fokus auf den Sport zu haben. Und ich habe jetzt auch angefangen, so vor ein paar Monaten vor so einem halben Jahr noch so ein bisschen so Lifestyle-Coaching und alles zu machen und schaue, dass ich mir damit ein bisschen was aufbaue. Und ich meine, ich denke, ich habe immer so relativ gut mir was aufgebaut, so auch neben dem Sport, also auch wie gesagt in der Arbeit. Und ich habe da, glaube ich, auch irgendwie eine gute Grundlage mit allem drum und dran. Habe, wie gesagt, guten Abschluss, eine gute Ausbildung, was ich auch sehr, sehr wichtig finde und auch irgendwie Berufserfahrung. Also ich könnte im Endeffekt jederzeit auch wieder anfangen zu arbeiten, was mir eben schon auch sehr wichtig war, weil man weiß nie, wie alles kommt. Es kann sein, dass ich mir einfach morgen irgendwie ganz schlimm was abreiße oder mich verletze und das war's mit dem Sport. Natürlich, wie gesagt, würde ich trotzdem noch versuchen, irgendwie so generell in dem Sport mir was aufzubauen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man irgendwie was hat. Vor allem, ich will auch mal in Zukunft halt eine Familie haben und Kinder und so. Und dann ist es halt schon wichtig, dass man irgendwie so eine Absicherung hat. Vielleicht auch mal ein paar Jahre Berufserfahrung. Und das war mir auch wichtig. 3, 5 oder 10 Kilo abnehmen in 12 Wochen unmöglich? Falsch. Wenn du diesen Sommer am Strand dich richtig wohlfühlen willst oder auch einfach ein gesünderes Leben, ein erfüllteres Leben haben möchtest, dann hör genau zu. Mein 12 Wochen Bikini Ready Programm hat auch letztes Jahr schon hunderte von Frauen dabei unterstützt, in ihre Wohlfühlform zu kommen. Und auch dir wird es dieses Jahr die Struktur bieten, dich zu motivieren, dich gesund zu ernähren, das Ganze ohne zu verzichten und mit einem realistischen Pensum an Sport in deine Topform im Sommer zu kommen. Noch bis zum 30. April kannst du beginnen. Ab 5. Mai startet dann die Joy by Yuhani Bikini Ready. Also sei dabei, melde dich jetzt auf meiner Webseite via Kontaktformular und ich persönlich melde mich bei dir für ein persönliches Erstgespräch und dann geht's auch schon los. Voll schön, dass du da auch so an die Sache rangehst. Also gerade das Thema Identität, ne, dass es halt nicht nur an einem Thema und Bodybuilding hängt. Ich meine, viele von uns sind total scheuklappenmäßig und ja, leidenschaftlich unterwegs, was total schön ist, aber halt quasi, dass man einfach auch noch da ein bisschen weiter vorausblicken kann, ne? Wie du es jetzt auch machst, finde ich sehr, sehr gesund, auch das heute mitzugeben in der Folge, richtig cool. Und auch mega nice mit Thema Bank und da hast du ja zumindest schon mal eine gute, ja, Grundausbildung, wo dir sicherlich auch ja, für alles andere jetzt irgendwo hilft und die Zukunft aber einfach auch in anderen Bereichen für dich da ist, wenn du das eh mit Leidenschaft angehst. Und ich meine, wie viele werden dich jetzt schon fragen, hey, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen? Und dann geht es automatisch, dass du da auch für dich das Ganze aufbauen kannst, ne? Jetzt hast du Und das vorhin. ist vielleicht auch wichtig, wie gesagt, den Leuten mitzugeben, vor allem den Jungen, dass man auch, egal wie sehr Bodybuilding mögt, dass man vielleicht irgendwie eine Ausbildung macht oder was studiert, weil tatsächlich habe ich schon öfter auch Nachrichten bekommen, wo halt Leute so schreiben, hey, die wollen unbedingt Bodybuilding machen und halt in dem Sinn keinen Bock da auf sowas haben. Und also ich wünsche es zwar natürlich jedem, dass es trotzdem klappt, aber man weiß halt nie, wie es kommt. Und es ist immer gut, wenn man halt irgendwie zumindest was gelernt hat.
würde ich mal sagen, oder ne, Studium halt. Ja, und ich denke mir, in allem, in jedem Bereich, ne, sei es jetzt dann bei dir zum Beispiel in der Finanzbranche oder whatever es auch sein mag, was für eine Ausbildung man tut, du lernst ja auch so viele andere wichtige Skills irgendwo, die dir auch wieder was bringen. Ne? Und ich finde nicht selten, dass du auch vom Bodybuilding wieder in deinen Berufsalltag, egal was es ist, auch wenn es was ganz anderes ist, einiges transferieren kannst, genauso aber auch andersrum. Ne? Und im 100%. Endeffekt irgendwie nichts umsonst passiert, so sage ich das einfach immer. Alles passiert aus dem Grund so, du kannst aus allem wieder was mitnehmen. Und ja, richtig, richtig cool. Du hast jetzt vorhin schon beschrieben, dass quasi dein Umfeld und auch so die Familie ein ziemliches Support-System ist, ne? Hast du auch da irgendwie mal andere Reaktionen erlebt? Weil das gibt ja schon viele aus unserer Szene, die das schon auch anders erleben, wo dann Familien sehr kritisch dahinter stehen oder generell auch manche Leute sich aus dem Umfeld dann irgendwann distanzieren, weil du halt einfach so einer bist, der voll sein Ding durchzieht, andere das vielleicht auch wollen, aber irgendwie schaffen. Wie hast du das nicht wahrgenommen? Also eigentlich, ich muss sagen, so stand meine Familie schon immer so hinter mir. Aber ich muss natürlich schon sagen, so, ich glaube, das ist auch vollkommen menschlich und logisch. So am Anfang, wo man dann anfängt, das so ein bisschen ernster zu nehmen und alles, so da macht sich natürlich irgendwie so eine Mutter schon Sorgen um einen. Und das ist, denke ich, auch völlig normal, weil ja, Bodybuilding ist halt nicht normal und auf einem gewissen Niveau halt auch nicht komplett gesund. Muss man halt einfach sagen, wie es ist. Und ich habe dann zwar immer gesagt, hey, ich nehme das aber voll ernst, ich passe auf mich auf und so, aber natürlich ist da dann immer so ein bisschen so ein kritischer Blick und ja, man weiß nicht, ob es so das Richtige ist und macht sich halt Sorgen. Aber das ist halt von Zeit zu Zeit besser geworden natürlich. Vor allem, wenn halt die Familie auch merkt, irgendwie, man macht es wirklich ernst und kümmert sich auch um sich selber und macht nicht einfach irgendeine Scheiße. Und gerade wenn dann halt natürlich auch irgendwie Erfolge kommen und so gemerkt wird, hey, da kann tatsächlich auch irgendwie vielleicht eine Karriere draus werden oder so, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, es war jetzt nie so, dass die da irgendwie dagegen waren oder so. Aber natürlich am Anfang, so also, hätte sich meine Mutter bestimmt lieber gewünscht, dass ich Fußball spiele. Ja, ist irgendwie spannend, gell? Das ist bei den meisten tatsächlich irgendwie so, dass man so, der typische Breitensport dann halt irgendwie und Ja. ja. Aber cool, dass sie da jetzt so hinter dir stehen. Jetzt, wenn wir mal so drauf blicken, aufs Thema irgendwie Partnerschaft auch, du bist jetzt sehr jung, du kannst natürlich so viel drauf eingehen, wie du möchtest, aber wie ist es bei dir so mit Partnerin, Freundin, weil der Sport ja doch viel einnimmt, dann Ausbildung und so weiter, aber ja, bist du da alleine oder hast du jemanden, wie ist es bei dir? Nee, also ich bin allein in der Hinsicht. Und klar, es ist immer, denke ich mal, ein bisschen schwieriger, weil du halt auch irgendwie jemanden finden musst, der das Ganze versteht. Weil ich meine, natürlich, so vielleicht gibt es viele so, die irgendwie so einen Körper zwar attraktiv finden, viele zwar vielleicht auch gar nicht, aber gibt es vielleicht trotzdem einige, aber wenn es dann halt wirklich in so einer Partnerschaft ist, dann ist da halt mehr dahinter wie nur der Körper. Wie gesagt, da muss natürlich auch Verständnis dafür sein, für diesen Lifestyle. Gerade in der Diät und ich muss sagen, also ich bin tatsächlich, hört sich vielleicht blöd an, aber relativ froh, dass ich jetzt die letzten Jahre keine Freundin hatte, weil ich glaube tatsächlich, dass ich nicht so weit sportlich wäre, weil ich halt nie irgendwie links und rechts abgelenkt war und immer nur mein Fokus auf die eine Sache hatte, war tatsächlich auch die letzten Jahre nie in einem Urlaub oder so groß, mal Kleinigkeiten. Und natürlich sind es, das ist jetzt schon so blöd gesagt. Und wenn jetzt die richtige kommen wäre, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, hey, so, nee, ich mache Bodybuilding, so, das wird nichts. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es für die sportliche Laufbahn irgendwie bis jetzt gut war. Ich meine, wenn dann so die richtige kommt, dann ist es halt. Dann passt natürlich auch so. Und ich denke, wenn die richtige wirklich die richtige ist, dann kann die einen da tatsächlich eher sogar noch weiter nach vorne bringen. Aber es muss halt einfach passen. Und wie gesagt, gerade in dem Sport, da ist es vielleicht nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen, ne, schwieriger ist das falsche Wort, aber du musst schon nochmal genauer schauen, auf wie du dir, auf wen du dich einlässt oder so. Absolut, ich finde es auch richtig cool, wie du da dazu stehst, weil voll am Anfang erstmal deinen Fokus zu halten und ich meine, eine Beziehung, da geht ja auch Zeit also in Anführungsstrichen drauf, ne? Positiv natürlich jetzt auch gemeint, aber klar, und dass dann da jemand wirklich dann komplett auch hintersteht und eben, wie du sagst, bin ich davon überzeugt, also ein Partner, der Richtige ist, der ist daran interessiert, dich noch besser zu machen, das Ja, Beruf. klar.
gegenseitig. bringt sich gegenseitig voran. Absolut, ne? Nicht der eine will den anderen kleiner machen, sondern noch größer machen und alle wollen in eine Richtung irgendwie dann sich gegenseitig pushen, besser machen, Aber ich unterstützen. denke halt, jetzt bin ich auch an so einem Punkt, wo ich halt mich aus meinem Fokus gar nicht mehr abbringen lassen würde. Ich weiß es nicht, wenn ich vor 2 Jahren eine Freundin gehabt hätte, da war ich zwar auch schon so sehr fokussiert, aber ob ich dann trotzdem mal, ich meine, ich hätte wahrscheinlich kein Training ausgelassen, aber du weißt, ich meine, trotzdem mal irgendwie ein bisschen was schleifen lassen hätte, ach ja, egal. So, und ich glaube, jetzt so bin ich an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich weiß so, wo mein Fokus ist, meine Prioritäten. Und wenn da jemand ist, der da mitzieht, das Ganze supportet und man sich gegenseitig pushen kann, dann passt. Aber ich komme auch gut so klar. Voll gut und die Einstellung feiere ich total. Also ich kann tatsächlich sagen, auch wenn es bei mir schon lange zurückliegt, aber genauso bin ich da auch rangegangen und ja, gar nicht mit dem Fokus, ich muss da jetzt jemanden finden, sondern da wird dann jemand kommen, wenn du voll in deinem Ding bist und deinen Weg gehst, wird jemand kommen und der wird das verstehen und wenn nicht, dann ist es nicht der Richtige einfach, ne? Oder jetzt in Bezug auf dich jetzt dann nicht die Richtige. Ich kann mir vorstellen, nach dem Podcast, wenn das ein paar Mädels gehört haben, dass du auch ein paar Mädchen-Follower dazu gewinnst, vielleicht ja die richtige, was ich selber richtig schön finde, dass auch immer mehr Mädels sich trauen, im Gym wirklich Gas zu geben, auch da ihre sportlichen Ziele zu verfolgen, das zu feiern, wenn auch eben Jungs und generell, wenn man diesen Lifestyle so für sich lebt und dann eben auch auf einer Wettkampfebene macht, Ich das meine, das muss natürlich jetzt keine Frau Wettkämpfe machen, so. Aber das Verständnis muss halt da sein. Aber das weiß jetzt nicht, ob es ganz so der Punkt von dir gemeint war, aber ich glaube jetzt, das eine unterschreibe ich natürlich voll auch bei dir, dass sich das auch in die Richtung mehr entwickelt. absolut genau. Wenn ich wirklich so gucke, weißt du, wenn ich jetzt ins Gym gehe, wie viele Mädels da wirklich ja, Gas geben, trainieren, so ordentlich, ne? Nicht für die Bühne meine ich jetzt, sondern wirklich einfach für sich, für ihre persönlichen Ziele. Ich sag dir ehrlich, ich habe schon öfter mit welchen trainiert. Ich habe teilweise das Gefühl, im Schnitt trainieren die härter wie die Jungs. Also es ist wirklich so. Ich verstehe, ich weiß nicht ganz warum, aber es ist so. Also das ist so spannend, dass du das sagst, Luca, und jetzt müssen wir kurz den Exkurs machen, weil ich habe auch den Eindruck, viele Mädels, ich rede da immer nur von einige auch nicht, ne, aber es gibt, wenn ich hier im Gym bin und denke mir manchmal, alter Schwede, wie die Gas geben, ne, da gibt es so ein paar, Ja. da können sich ein paar andere Jungs davon was abschneiden, so. Und meine Theorie ist irgendwie immer die, dass wir Frauen, oder sage ich jetzt mal, wir Frauen, wir haben ja schon eine große Leidensfähigkeit, allein weil wir dafür, wir sind in der Lage, Kinder zu gebären, denke ich mir immer, ne? Und dieses Kinder zu gebären muss ja, ich habe es noch nicht erlebt, aber ich denke, das wird schon eine wilde Erfahrung sein. Wahrscheinlich kann jede Frau, die schon Kinder hat, da draußen mitreden. Und ich glaube, allein deshalb sind Frauen schon sehr leidensfähig, was das angeht, was jetzt so das Schmerzbefinden angeht. Und ja, viele können da schon ordentlich beißen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ja. Ja, jetzt mal kurz für die Frauen hier gesprochen. Jetzt wieder zurück zu dir, Luca. Wie groß ist denn generell so im Alltag, so auch in deinem Leben, der Anteil, der Bodybuilding einnimmt? Schon relativ groß, muss ich sagen. Also, wie gesagt, bis jetzt ist natürlich so, ich arbeite normal, also 30 Stunden sind halt, ist nicht ganz normal, aber halt, ich würde mal sagen, fast normal. Da ist natürlich nichts viel mit Bodybuilding, aber sonst eigentlich schon relativ so der Tag voll. Also ich gehe dann halt direkt nach der Arbeit, also beziehungsweise vor der Arbeit erstmal mache ich natürlich mein Cardio, gehe dann zum Arbeiten und esse dann mein Pre-Workout-Meal, gehe dann eigentlich direkt nach der Arbeit ins Training und nach dem Training koche ich halt noch, mache mein Essen und dann gehe ich schlafen, meistens dann eh schon zu spät, weil es eher schon zu wenig Zeit ist. Und ja, ich meine, grundsätzlich, das war's dann. An den Rest-Days gehe ich dann irgendwie oft zum Physio, zu einer Massage oder gehe in die Sauna, mache Mobility, mache solche Sachen. Und jetzt, seitdem ich jetzt halt auch die Pro geworden bin, ist tatsächlich auch irgendwie so das Wochenende auch irgendwas ist. Da habe ich dann entweder irgendein Video drehe, ich habe jetzt halt auch einen YouTube-Kanal seitdem, wo eigentlich jede Woche ein Video kommt, da habe ich dann eigentlich jedes Wochenende fast einen Dreh oder sonst bin ich mal da irgendwo eingeladen, da oder ist halt irgendwie sowas vor. Also da ist schon relativ viel Zeit, die da drauf geht, aber mir macht es ja Spaß. Also ich mache es ja sehr gern. Das ist jetzt ja nicht so wie eine Arbeit für mich. So, ich freue mich ja ins Training zu gehen und wenn ich mit gerade am Wochenende irgendwas vorhabe, wie gesagt, irgendein Training mit jemandem, wo ich hinfahre oder so, das ist ja mega cool. Da freue ich mich ja schon ein paar Wochen davor drauf.
Ich weiß genau, was du meinst. Diese gewisse Leichtigkeit, dass man gar nicht merkt, dass es irgendwie anstrengend ist. Ich glaube, das ist auch das Zeichen, dass man da gerade genau auf dem richtigen Weg ist bei dem, was man tut, ne? Vielleicht da noch mal ganz kurz jetzt, auch wenn es nicht mehr lange ist, dass du im Bankgewesen tätig bist. Aber ich stelle mir jetzt gerade total lustig vor, Luca. Einfach so, keine Ahnung, Thema Anzug. Und hast du da selber maßgeschneiderte Anzüge oder gibt es eine Größe, wo du reinpasst? Ich habe tatsächlich Glück, dass in der Bank, wo ich arbeite, haben wir keine Anzugpflicht mehr. Anfang schon, da musste ich halt dann Anzüge, ja, mir halt, ich habe es halt meist gekauft und dann nachschneidern lassen, so. Aber wir haben jetzt halt, ich weiß es nicht, seit einem Jahr oder so, so eine entspannte, neuere Kleiderordnung. Und da kann man tatsächlich mit so einer Chinohose und einem einfarbigen Sweatshirt kommen, was natürlich für mich mega praktisch ist. Voll gut. Hast du da irgendwie auch so, ich sage jetzt mal, Kollegschaft oder auch, ja, die Leute, die halt da so in deinem Umfeld sind, jetzt in der Arbeit, gab es da irgendwie komische Reaktionen mit deinem Meal Prep und dass du den Lifestyle so durchziehst? Ich weiß es nicht genau, was jetzt so irgendwie Leute tatsächlich dann über mich denken. Ich denke schon, dass so manche vielleicht denken, ich am Schaden ein bisschen. Ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt, ich glaube, das ist auch schon deutlich besser so, weil bei mir war es dann auch letztes Jahr so, da waren dann auch mal Artikel bei mir in dieser lokalen Zeitung, die halt irgendwie gerade halt viele Ältere vielleicht lesen, so eine Zeitung, die halt, wenn dann vielleicht so die Leute sind, die sich so ein bisschen was denken. Und ich muss aber sagen, ich will mich da gar nicht beschweren. Also ich würde da jetzt nie irgendwie, dass da irgendwelche Probleme gab. Also ich kann eigentlich auch immer, ich arbeite eigentlich eher intern, habe jetzt keinen direkten Kundenkontakt und kann da eigentlich auch immer essen, auch während ich was am Computer arbeite und da sagt auch niemand was. Also das ist eigentlich relativ entspannt bei mir und das ist auch eigentlich von meinem Arbeitgeber ganz cool. Also ich kriege eigentlich ganz gut immer Urlaub, wann ich es will, zu meinen Wettkämpfen und so. Hatte letztes Jahr, glaube ich, auch 5 Wochen Urlaub am Stück, was ja auch nicht so einfach teilweise ist. Also das ging eigentlich schon relativ gut bei mir. Ja, sehr, sehr gut. Ja, cool. Es ist auch witzig, weil also mein Mann, der kommt auch ursprünglich aus der Bank und so. Ja. Es waren jetzt gerade voll viel Parallelen irgendwie so ge gehört. Vielleicht auch jetzt zu dir, von den Zielen einfach mal in die Zukunft noch geblickt. Du hast schon ein bisschen was raushören lassen. Ja, so welche Ziele hast du für die kommenden Jahre sportlich, privat, beruflich, familiär? Also ein bisschen grob hast du ja auch schon beschrieben. Ja. Also sportlich ist natürlich die Sache, ich will mich jetzt immer auf noch ein bisschen längere Sicht gesehen, natürlich sehr gut irgendwie im Profibereich etablieren. Ist natürlich sehr hohe Ziele, aber tatsächlich auch so Top 10 oder so beim Olympia in die Richtung, weil, also da soll es gar nicht irgendwie abwertend gegenüber jemand anders klingen, das ist ja immer noch ultra krass, aber so 20. beim Olympia ist man jetzt halt immer noch ein bisschen so niemand. Also es, wie gesagt, soll jetzt nicht falsch klingen. So, es ist immer noch viel krasser, wie ich jetzt bin, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. So, die Top 10 sind halt so die Leute, über die die ganze Welt so kennt. Und das ist, glaube ich, von jedem so das Ziel. Also das ist halt natürlich auch, wo ich Sport hin will. Und ich hoffe, dass es auch keiner jetzt falsch versteht oder dass das irgendwie abgehoben oder irgendwas kommt. Ich weiß, dass ich da noch ein gutes Stück davon entfernt bin. Aber so, wenn ich nach einem Ziel gefragt wird, dann sage ich es halt auch. Und ja, ansonsten ist natürlich irgendwie, wie gesagt, ich will jetzt dann Vollzeit so diese ganze Sache machen. Und natürlich schauen, dass ich da mir finanzielle Standbeine auch ausbaue und halt da natürlich, dass das Ganze finanziell gut läuft. Ich vielleicht auch auf noch längere Sicht halt irgendwie so eine gewisse finanzielle Freiheit habe. Ich meine, das ist natürlich auch was, was mir irgendwie durch die Bank zugute gekommen ist. Ich habe schon früh angefangen, halt auch Geld zu investieren und alles, weil ich das halt auch irgendwo gelernt habe. Und schau da, dass ich mir da auch immer irgendwie was aufbaue. Auch natürlich gerade in Bezug halt eben, wenn man dann mal älter wird oder so. Und ich meine, das ist natürlich so ein Riesenziel, dass man halt irgendwie finanziell unabhängig auch mal ist und alles. Und ja, wie gesagt, natürlich ist auch irgendwie ein Ziel. Aber da muss man halt schauen, wann das kommt. Da mache ich mir überhaupt keinen Stress. Natürlich irgendwann mal eine Familie mit Kindern oder so. Das ist schon auch eine Sache, die ich auf jeden Fall machen will. Sehr geil, Luca. Ich feiere dich wegen sehr vielen einfach. Ich finde es so cool, dass du einfach auch so, ja, bei den anderen, ich sage jetzt mal Lebensbereichen, ne? Das heißt, genau, Thema finanziell auch da nicht auf irgendein System sich zu verlassen, sondern einfach, ja, eigenverantwortlich zu handeln und entsprechend sich auch vorzubereiten und genau, einfach da irgendwie in deinen jungen Jahren das einfach alles so im Blick hast. Das ist schon, finde ich, sehr selten, würde ich behaupten. Finde ich richtig, richtig cool. Und ja, Thema. Ich sage jetzt mal noch so, wenn du auf dein jüngeres Ich blickst, weil ich finde es lustig, weil ich mir denke, du bist so jung und jetzt sage ich, wenn du auf dein jüngeres Ich blickst, aber bei dir, klar,
wenn du mal so an den Anfang blickst zu deiner Kraftsport, aber auch Bodybuilding-Reise, was waren so die größten, ich möchte gar nicht sagen Fehler, sondern die größten Learnings, wo du jetzt heute eben dir, wenn du der junge Luca wärst, gerne an die Hand geben würdest? Also ich muss zwar sagen, was bei mir tatsächlich immer schon gut war, ich habe nie irgendwie aufgehört zu trainieren. Ich glaube, das ist auch, warum ich vielleicht jetzt wo bin, wo ich bin, also wenn man es so nennen kann, aber ich hatte nie eine Phase, wo ich mal ein paar Wochen nicht gegangen bin oder ein paar Monate. Ich bin halt mal nicht gegangen, wenn ich krank war. So. Das war das Einzige. Ansonsten bin ich immer gegangen, seitdem ich angefangen habe zu trainieren. Und deshalb, wie gesagt, das kann ich mir jetzt nicht sagen, aber das kann man Leuten an die Hand geben. Hey, auch wenn es mal, weil ich kann mich noch ganz gut erinnern, bei mir war es am Anfang so, ich hatte oft Phasen, wo ich dann keine Lust mehr hatte, aber ich habe dann weitergemacht und dann ging die Phase auch wieder vorüber. Die kam dann zwar auch mal wieder, aber um jedes Mal, wenn ich so eine Phase trotzdem durchgezogen habe, hat es länger gedauert, bis es mal wieder kam. Und irgendwann kam das gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn man halt anfängt, in sowas dann nicht zu gehen, wenn man keinen Bock mehr hat, dann landet man da irgendwie in so einem Kreislauf, dann fängt man zwar mal wieder irgendwann an, Motivation zu bekommen, geht dann wieder, aber dann auch wieder keinen Bock. Und ich glaube, dann kommt man nie in diesen Modus rein, dass so eine Kein-Bock-Phase gar nicht mehr kommt. Also, wie gesagt, das gibt es jetzt dann ja eigentlich gar nicht mehr. Also, das kann man auf jeden Fall vielen an die Hand geben. Was ich sagen muss, was bei mir einen Riesenunterschied gemacht hat, wo ich sage, hey, hätte ich das früher gemacht, dann wäre es vielleicht noch besser gelaufen, ist halt Thema Ernährung so richtig ernst nehmen. Aber das ist vielleicht, muss ich auch sagen, einfach reflektiert auch schwierig, irgendwie Leuten zu sagen, hey, die sollen direkt am Anfang nach einem Plan essen. Weil ich kann mir vorstellen, dass dann auch viele die Lust an dem Sport verlieren, wenn man von heute auf morgen das komplette Leben umkrempelt. Bei mir war es halt auch so, ich habe halt, wie gesagt, mit Training angefangen. Irgendwann fängt man dann an, meinen Eiweißshake sich zu kaufen. Irgendwann fängt man an, noch einen Quark am Abend zu essen, wenn man irgendwo gehört hat, es sei gut. Und dann fängt man irgendwann an zu tracken und irgendwann halt nach dem richtigen Plan. Das ist ja so Step by Step, wie man sich da so reinentwickelt. Und ich glaube, das ist auch, ja, in dem Sinn der richtige Weg, weil wenn ich jetzt direkt von heute auf morgen nach meinem Ernährungsplan essen würde, ich weiß nicht, ob ich dann halt, wie gesagt, relativ schnell die Lust verlieren würde, aber natürlich wird es schneller gehen, weil ich weiß halt, nachdem ich dann irgendwann mal angefangen habe, jeden Tag irgendwie zu tracken oder nach dem Plan zu essen, da habe ich schon noch meinen Riesensprung gemacht dann. Das war natürlich jetzt schon sehr, sehr lang her, weil das mache ich jetzt schon lange nach dem Plan essen, aber ich kann mich noch erinnern, damals, da habe ich dann erst so gemerkt, hey, es geht da noch viel mehr. Ja, absolutes Thema, so Struktur reinzubringen, ne, ins Training Ja. und bei der Ernährung genauso. Also voll, kann ich voll verstehen, was du sagst. Und auch das mit diesen Pausen, das Unterbrechen finde ich sehr, sehr gut, weil das, ich zum Beispiel auch sehe das in meinem Coach-Dasein bei den Leuten. Also wenn die da einmal dann wieder raus sind, bis sie wieder reinkommen und so, ne, Ja. dauert es wieder und so, ne, also richtig, richtig cool. Ja, vielleicht jetzt auch noch so das Thema Vorbilder. Hattest du selber für dich, Luca, Vorbilder oder generell hast du noch Leute, wo ich sag, sei es Vorbilder, Mentoren, neben deinem Coach, Leute, wo du sagst, da guckst du drauf auf. Also ich würde sagen, Vorbild tatsächlich nie wirklich, dass ich sage, hey, ich will so sein wie der. Also ich weiß nicht, ist zwar cool, wenn man sich so irgendwie jemand so irgendwie zu jemand aufschaut, aber ich weiß nicht, ich fand es immer so ein bisschen komisch, so zu sagen, hey, ich will so sein wie der. So werde ich wieder mein eigenes Ding machen und wenn, dann will ich besser werden wie jemand anders. Aber es gibt natürlich so Sachen, die einen motivieren. Ich habe es auch mal zu Anfang gesagt, hey, wenn ich dran denke, so Urs war mit 23 beim Olympia und dann denke ich mir, hey, so, dann schaffe ich es auch wohl auch, wenn der das geschafft hat. Sonst wäre ich ja irgendwo schlechter. Also, sowas motiviert natürlich, aber ohne jetzt, dass es blöd klingt, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, oh, also ich will sein wie Urs. Überhaupt nicht. Wie gesagt, mich motiviert es halt. Und ich denke mir, hey, der hat so jung sowas geschafft, dann ist es ja möglich, dann kann ich das wohl auch schaffen oder kann es sogar noch jünger schaffen. Aber ich will mein eigenes Ding machen, mir selber mich so aufbauen, wie ich bin und halt. Genau, mir sagt jetzt niemand, zu dem ich wirklich aufschaue. Boah, aber danke dafür. Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig und das dürfen sich alle da draußen einfach noch mal ganz arg in den Kopf vermerken, weil ich glaube, das ist die gesündeste Einstellung überhaupt, ne? Weil ich meine, du bist halt auch als Wesen immer einzigartig und was du gerade sagtest, dieses, der Urs treibt dich an, damit er dir zeigt, hey, das ist Menschen möglich, dass du mit 23 auf einer Olympia stehen kannst, ne? Und das kannst du als Antrieb nehmen, aber quasi zu sagen, so, hey, ich will genau sein, so wie er, ist ein bisschen schwierig, weil den gibt es ja nur einmal, ne? Ja, genau. Voll, voll. Also wird man ja deshalb eh nie, wenn ich jetzt genau sagen will, ich will ausschauen wie Urs, dann werde ich immer unzufrieden sein, weil ich werde nie ausschauen wie Urs. Und außerdem, also vielleicht ist es halt auch immer so eine, ich habe da vielleicht immer so eine sehr krasse Einstellung und ich, vielleicht ist es auch, ich hoffe, dass es immer nicht überheblich kommt, aber
Ich will halt besser sein, so. Ja, wie gesagt, es soll jetzt nicht blöd klingen, aber wenn ich mir mal anschaue, dann will ich will in jeder Hinsicht besser sein wie jemand anders. Ja, finde ich sehr, sehr geil, deine Einstellung. Mega, mega nice. Wir sind so langsam auch am Ende, Luca. Vielleicht noch jetzt gerade auch für dich, nutz gerne die Chance. Also wenn du sagst, hey, du willst da jetzt auch anfangen, dir was aufzubauen. Ja, welcher Mensch darf sich denn oder soll sich denn bei dir melden, der Bock hat auch in mehr dazu zu lernen und in Richtung wie du zu gehen? Genau, also vielen Dank erstmal. Also wenn natürlich da irgendwie jemand so Interesse hat, wie gesagt, ich mache auch Coachings, mache jetzt aber derzeit eigentlich nur Lifestyle-Coachings halt, weil es sind halt auch so Zeitgründe und gerade ich finde so als eigener Athlet, so da will ich mich auch da selber komplett im Fokus haben und kann halt nicht auf jeden Wettkampf und so fahren. Aber ansonsten wirklich für jeden, egal halt, was man für Ziele hat in dem irgendwie sportlich oder so, kann sich gerne jeder bei mir melden, oder auch für Personal Trainings, für Trainingspläne, Ernährungspläne oder so alles. Und genau, sonst könnt ihr gerne auch mein Social Media irgendwie abchecken, wenn ihr gerne wollt. Das wäre es dann eigentlich schon. Habe ich auch unten eingeblendet, dein Profil, und da kann man dich, glaube ich, auch unterstützen, ne, mit dem Sponsor, der auf deinem Shirt. Genau, also bei HPN, wenn man will. Richtig. Sehr gut, Leute. Also HPN, kann ich sagen, habe ich auch schon getestet, haben wir bei uns im Online-Shop. Sehr gute Produkte. Können da den Luca auch unterstützen. Wie, was muss man da tun? Deinen Code, glaube ich, eingeben, ne? Ja, und mein Code Luca gibt es Rabatte. Okay, sehr gut. Ganz am Ende, Luca, wenn du den Podcast hast, glaube ich, auch schon mal die eine oder andere Folge gehört. Darfst du auch noch mal so deine Endbotschaft an die Hörerschaft da draußen richten? Was möchtest du gerne noch, ja, der Bodybuilding-Welt da draußen mitgeben heute? Also, muss ich jetzt gerade sehr aus dem Stegreif schnell raus sagen, aber was mir jetzt so direkt einfällt, ist also dieser Zusammenhalt, den ich mir wünsche, und aber ich finde auch, es wird besser. Ich hatte oft so das Gefühl, so gerade im Profibereich, dass in Deutschland aus irgendeinem Grund so sehr viele so gegeneinander sind. Und ich muss sagen, was ich cool finde, so bis jetzt wirklich jeden Einzelnen, den ich getroffen habe, mit jedem habe ich mich gut verstanden. Es gab noch nie jemanden, wo ich gesagt habe, hey, was für ein Spaß oder irgendwas. Also ich hoffe, dass ich das hier sagen darf. Also ich habe mich wirklich mit jedem gut verstanden. Und mir ist es auch völlig egal, wer bei welchem Coach ist, wer bei welchem Sponsor ist. Und ich finde, so diese Mentalität sollte auch viel mehr sein. Und ich freue mich für jeden. Und ich verstehe mich mit vielen gut. Und wenn ich die German Pro Show nicht gewinnen sollte und irgendjemand gewinnt, mit dem ich mich gut verstehe oder so, hey, dann freue ich mich auch für den, dann soll der zum Olympia fahren. Natürlich bin ich so im ersten Moment ein bisschen dann, ist ja klar. Aber hey, so, dann trotzdem freue ich mich für den. Und ich freue mich auch immer, mit irgendwelchen anderen Leuten zu trainieren. Ist egal, ob Profi oder wer auch immer. Also ich mag sehr viele Leute aus der Bodybuilding-Szene und ich finde, da kann man auf jeden Fall noch mehr sich so gegenseitig unterstützen und supporten. Boah, danke dafür, Luca. Bin ich auch voll dafür und richtig schön, dass du jetzt auch hier im Podcast auch einen Beitrag dazu leisten kannst, dass mehr so miteinander Support statt irgendwie gegeneinander. Also ich kann da aber auch tatsächlich noch so abschließend sagen, ich nehme das auch so wahr, dass es sich wirklich, was heißt bessert? Ich habe, klar, man nimmt es immer so aus seiner eigenen Brille wahr, ne? Aber ich bin hatte auch noch nie irgendeinen Stress mit irgendjemandem, sei es auch unter den Frauen oder so. Viele denken da immer, die sind vielleicht untereinander irgendwie zickig oder so. Ganz im Gegenteil, man freut sich einfach, wenn dieses Profi-Dasein noch mehr wird in jeder Szene und wenn der Sport Ich einfach. muss sagen, da muss man auch bestimmt mal noch gut so Lob zum Beispiel an jemanden wie dich aussprechen, weil gerade durch so Podcasts wird das ja voll gefördert, dass so irgendwie die Szene so ein bisschen zusammenwächst. Also ich denke, da hast du auf jeden Fall auch einen Beitrag dazu zu leisten. Vielen Dank dir, das ist sehr, sehr lieb. Ja, die Podcasts zum Beispiel jetzt auch bei meinem Kollegen, beim Torben von Bildungselite, warst du, glaube ich, auch schon mal, ne? Genau. Genau, der ist ja auch mega, was der an Arbeit leistet, dass eben auch das größer wird so. Und ja, genauso natürlich Gannikus auch, ne? Und Ja. ich auch freue mich eben immer, wenn ich ja jemanden wie dich jetzt auch als frisch gebackenen jungen Profi hier vor meinem Mikro krieg. Und ich gebe Gas, dass ich alle hier reinkrieg. Manchmal denke ich mir, wow, krass, eben gerade wenn die Saison losgeht und viele Pro-Qualifier sind, denke ich mir so, wow, letztes Jahr zum Beispiel, ich hatte selber dann meine Saison und dachte mir, du Scheiße, ey, ich komme gar nicht hinterher mit den Interviewen, gell? Bei dir, das habe ich dann auch direkt mitbekommen, dachte mir, wow, krass, da muss ich dich unbedingt ja, reinholen. Und jetzt hat es geklappt. Richtig schön. Also danke an der Stelle und einfach auch zu zeigen, Luca, da bist du ein großes Vorbild, finde ich, wie es funktionieren kann, in jungen Jahren schon so erfolgreich Wettkampf Bodybuilding zu betreiben und das Ganze aber mit einem gesunden Verstand auch
gleichzeitig auch mit einer Leidenschaft, also verbunden, sehr, sehr erfrischend. Danke dafür. An alle, die jetzt bis hierhin mit dabei waren, richtig cool. Lasst gerne Liebe da, supportet den Luca und supportet gerne den Podcast, teilt die Folge mit euren Leuten und dann bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao.